So, stimmt, wir waren. Fuck, wir wollten irgendwas ändern, ich hab's komplett vergessen. Hilf Omelum, Parasiten und so ein Turm. Der Turm gehört Lenora, einer Klerikerin der Mystra. Sie liebt das Gärtnern und experimentieren mit Pflanzen wie den Susso-Baum, um zu helfen. Melodik Omelum, die Maske Porn und einen Pilz, der Zunge des Wahnsinns genannt wird. Beides sollte sich in dem geheimnisvollen Turm in der Nähe finden lassen. Okay. Was? Liefert näheres Koffer auf? Sovereigns Bohr möchte den Kopf des Drow nähere. Ja, okay. Wir haben Erinnerungssplitter gefunden. Okay, das sind die neuen Sachen. Das ist unser Vampir. Ja, das Thema hatten wir. Wir haben das Verstecktes abgeschlossen. Okay. Vielleicht mal kurz. Hallihallo und willkommen zurück zu einem weiteren Folge Runde Baldur's Gate 3. Ich bin wieder live im Stream, gerade am Sonntagmorgen, schön um kurz nach 9. Und wir sind zurück mit meinem Hexenmeister, Halbling-Hexenmeister Ben, der gerade ein bisschen blutleer ist. Da gab es Vorkommnisse, schaut doch mal in die letzte Folge rein. Und sind jetzt dabei, ich habe gerade die Quest schon mal durchgeguckt. Wir wollten diesen Händler da mit seinem Mindflayer-Freund. Die wollten uns gerne helfen, unseren Parasiten loszuwerden. Deswegen müssen wir zu einem Turm in der Nähe und mit Leonore reden. Wait. Wo ist denn der Turm in der Nähe? Ist das das hier? Nein, das ist auch ein Ausgang. Zerstörter Turm. Meinen Sie den? Also sonst habe ich keine Questmarkierung. Ich habe nur einen Turm in der Nähe gesagt bekommen. Warum ist denn hier ein Ausgang? Hier komme ich doch nicht raus. Oder bin ich doof? Ich glaube nicht, dass ich hier rauskomme. Mal die Überansicht genommen. Ja, ihr labert die ganze Zeit, danke. Wie ist unser Inventar? Ist unsortiert. Wuch. So. Achso, genau. Und wir haben die Elixiere und sowas gefunden. Du bist ein Toter, dich wollen wir also nicht looten. Können wir mit dir reden? You are worthy. Oh, hallo. Okay, ich vermute mal, wenn ihr keinen Namen habt, dann... Du redest auch nicht mit uns. Die Druga-Sporn-Diener sind ein bisschen stumm, kann das sein? You are worthy. Be among us. Okay. Ihr sagt halt jetzt, ich bin nett. Okay. Gut. Also ich vermute mal, das ist das zerstörte Turm, den sie meinen. Oder dieses Ding hier zum Rumfahren. Wir sind da noch gar nicht rübergefahren. Das ist nämlich sowieso. Die andere Quest ist, dass wir hier weiterfahren und nähere Tiefengnome, Reiche die Adamantschmiede. Da haben wir auch ein paar Quests. Dann gucken wir vielleicht mal kurz da rein, ob er da irgendwie zum Turm weiterkommt. Würde ich sagen. Da ist das Boot. Wir hätten die wahrscheinlich auch überzeugen können, dass wir uns hier fahren lassen. Wenn wir nicht einen Pilzheini dabei gehabt hätten. A vessel wobbles on the lake's murky waters. In die Dunkelheit segeln. Let's go. Wusch, 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 wusch. Ich weiß nicht genau, wie wir hier segeln, aber es funktioniert wohl. Ist ja nicht mein Bier, wie hier gesegelt wird. Ob das hier das Segel sein soll und welcher Wind hier. Oh, kommt ein zweites. Hallo? You, what are you doing on Gex Raft?
Wo sind meine ganzen Freunde? Jetzt vielleicht doch mal. Kurz. Who are you? Im Namen der Absoluten, ihr werdet mich passieren lassen. Ich fürchte, Gekkes Tote, McQueen haben ihn erwischt. Ins Wasser schubsen. Versuchen, Parasiten des Tröger zu erreichen. Ich fürchte, Gekkes Tote, McQueen haben ihn erwischt. Da sehe ich mich. Also, aus irgendeinem Grund habe ich keinen Schattenherzbonus. Naja. 15. Schafft! Yes. Nice. Damn. The sergeant will be pissed about her boots. Was? Ihre Come Boots? On. Let's get you to shore. You're the one telling the sergeant what happened. Uh-oh. The rest of you, keep patrol. Das ist ein Problem. I'll be back with this one. You continue forward in silence. Warum schlafe ich eigentlich halb ein in Zwischensequenzen? Bin mir gerade nicht so sicher, ob das so eine gute Idee war mit dem Täuschen. Ich hätte die einfach platt machen können, wobei dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem in den Lager gesegelt und die wären trotzdem alle sauer gewesen. Ja. Oh. Das ist mal imposant, bin ich ehrlich. I'll be plowed sideways. We've got a welcoming party. Eine welcoming party? Das klingt aber nicht so, als hättest du die erwartet. Wo ist das Problem? You shithead! Time you showed up! We got trouble! Spit it out! Sergeant finally choked on true soul near's prick! Rotno! The twat soul caused a rockfall! Trapped tighter than a ring on a fat finger! You're shitting me. You pay up? That's the trouble. He's got the gold on him. Sergeant's arm is falling off with all the gnome slaves she's been feeding. Oh Gott. Sind alle irgendwie ein bisschen kurz geraten hier. Who's the whom, Greyman? Another slave for the dig. Ich werde mich mit Respekt erweisen. Soll ich bei der Kommandant... Ich hab's ja klar, ist nicht wichtig, wer ich bin. Ich gehe schon wieder. Soll ich bei der Kommandantin melden? He sniffed up Gek's corpse. Found the Hoon sailing his skiff. That's so. I. Ach nee, das will ich doch gar nicht. Of stirrings in your head. The Duergar is not infected, yet your minds resonate. Aha. I'll be. You're one of them cult freaks. Felt the tingle. Your nee, eigentlich nicht. Chum owes us a load of coin. You want through? Make a donation. Unclog your hole. Just shitting around. Aha. But I'm warning you. That twat soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult. Das freut mich ja. Ich würde gerne, dass ihr den platt macht. Take his head, get out of here in one piece. Easy as one, two, three. Sieht echt fancy aus mit der Rüstung. So, ich bin erstmal durchgekommen. Ohne dass mich direkt die Leute. Okay, aber hier ist alles klauen. Ich will. Haha, bin jetzt inspiriert. Allen ein Freund. Okay. Und XP erhalten nochmal oben drauf. Automatisches Speichern erfolgreich. Ich will direkt die ganze Einblendung nicht nochmal haben, deswegen mache ich jetzt ein anderes Speichern. So, wir haben einen Wegpunkt freigeschaltet. Was ist denn hier so in dem Lager? Was geht denn hier ab? Es sind noch mehr Schiffe. Dead Drow, publicly displayed. The Duergar are sending a message. Die mögen wohl keine Drow. Servus. Wer bist denn du? Don't like strangers here. But dem alles Amulett. Absolute must have took you in. Wer hat denn die Drow hier zum Trocknen aufgehängt? Me? Who else?
My spiders sussed them out of hiding. Then Nier taught them a thing or two, and I let them fly. Okay. Wo ist der Drow hergekommen? Sniffing around. Easy marks. Had the stench of the Toplands. Ja, das habe ich wahrscheinlich auch. On them here is a warning. Ain't no one drugs with Clan Flameshade. Bisschen gefährlich wirkt das hier schon. Okay, der hat irgendwie da Spinnen. Gut, ich würde mal kurz die kurze Rast machen, weil ich habe keine Zauberplätze mehr. So, du hast zwar noch alle Zauberplätze, aber jetzt können wir auf jeden Fall wieder voll fighten tatsächlich. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt gewesen dafür. Hier hinten. Da ist eine Tür. Lecker Schmecker. Bin ich denn hier gelandet? Das sind jede Menge Lagervorräte. Nehme ich mir doch. Wenn es kein Clown ist, gönne ich mir das doch. Hallo? Geheimgang. Eingeschützter Torbogen. Da gibt es mehrere Wege, die man hier durchnehmen kann, oder was? Hätte man, glaube ich, auch hier hinten durchgehen können. Schwere Truhe. Feuerbernstein, Gold, Hyänenohr. Und hier ist ein Lagervorräte. Das ist ja schick, schick, schick. Rauchpulversack ist relativ stark. Gerade am Anfang. Die Rauchpulversäcke sollten und sowas sollten wir mal irgendwie hier auf das Werfen legen, weil die machen 3d4 Schaden plus 9. Das ist schon ordentlich. Trank des Schlafs nehmen wir, glaube ich, dafür mal weg. 3d4 plus 9, die Rauchpulverbombe auch. Aber ich glaube, nur die Bombe kann ich werfen, oder? Die kann ich nicht werfen. Ja, die Bombe ist die einzige, die ich davon werfen kann. Ich muss die Bombe nochmal irgendwie... Mal gucken, ob ich die irgendwie craften kann oder sowas. Die Säckchen zu Bomben. Ja, hier komme ich wahrscheinlich einfach nur durch, ne? Das ist eine andere Variante, hier reinzukommen. I'm way too big. Ja, okay. That's fine. Das sind noch mehr Kisten. Komme ich irgendwie durch? Silberner Tortenständer. Ne, was? Silberner Tortenständer und Silberteller. Okay, what the fuck? Was geht denn bei euch ab? Hallo? Patote in den See schmeißen? What the fuck? Ich hoffe, ihr durchsucht die zuerst. You gotta be kidding. These trash don't have nothing on them but rocks. Rocks. Na gut. Gold vielleicht, dachte ich. Wahrnehmung, die Leichen untersuchen. 10. Let's try. RIP. Dann finde ich auch nichts. Oh, dann haben wir ich würde gerne meine... Komm, wir haben so viel Inspiration. Let's retry this. 10 muss doch schaffbar sein. Jetzt muss ich die 4 würfeln. Ach komm schon! Ich will das schaffen jetzt. Das ist der letzte Retry, wenn es jetzt nicht... Burger, wenn es jetzt nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Jetzt nur noch 4. Ich dachte, vielleicht hat irgendjemand Gold oder so. Shiny Trinket. Mach das hier fertig, sollst du den anderen stoßen. Immer eine gute Variante. 8 bis 11 Bonus. Komm schon, nur eine 1 nicht würfeln, bitte. So ziemlich alles außer einer 1. Mach uns fertig. Also. Lass uns das schaffen. Thank the Absolute.
They're all yours. Absolut. Dankeschön. Dann kann ich die nämlich durchsuchen. Deep Gnomes, killed under the yoke of slavers. Ich nehme die Leben derer, die eures Geraubten respektvoll den Kopf neigen. Keine Läden auf der Fugenebene. Ihr solltet mal in den Taschen schauen. Respektvoll den Kopf neigen. They deserve better than they got. May they rest in peace. Ach, Karla ist einfach so eine Gute. Sollt ihr das trotzdem noch looten? Okay, nicht du? Du auch nicht? Boah, dich kann man nehmen. Da ist ein bisschen Gold. Welche warten das jetzt? Ah. Fetisch von Kalar Duran. Unsichtbarkeit. Okay. Das gibt sogar XP, den zu finden. Okay, krass. So, die soll man in den See werfen oder was? Why? Muss ich das noch machen? Ich darf die gar nicht bewegen. Speak. Nee, ich will nicht mit dir reden, danke. Weggehen. Achso, hier. Was ist das denn? Tief im Unterreich ist der Underdark. Tief im Unterreich lebte Doll, ein tapferer Tiefengnomensklave. Tag und Nacht hagerte er sich mit seinem Bruder für fünf Durgerschmiede ab, um ihm Eisen und Mithra zu beschaffen. Ihre Arme schmerzten, ihre Augen brannten, doch die Durger schrien schneller und Doll arbeitete schneller bis in die Nacht hinein. Denn seine Meister schliefen und lächelte immerzu. Wie kannst du nur lächeln, fragte der Bruder. Ich wünsche unseren Meistern Erfolg, gab Doll zurück. Bald sprach sich die Qualität der Waffen und Rüstung der Durger herum. Die Durger brauchten mehr Sklaven, um die Nachfrage zu bedienen. Und bei der Grabung entstand eine Schmiede und ein Warenlager. Doll schuftete härter denn je und hörte nicht auf zu lächeln. Bald befähigten die Durger 20 Tiefengnomensklaven. Als der 21. kam, lachte Doll so dröhnend, dass die Meister in die nächste Höhle flüchteten. Später fanden sie Doll und die anderen Tiefengnome in den Mithralrüstungen und mächtig bewaffnet. Sie hatten sich aus dem Warenlager bedient. Die Durger waren rasch besiegt. 21 Schwerbewaffnete hatten sie nichts entgegenzusetzen. Und Doll, er lächelte immer noch. Und im Gleichnis hat ein erboster Leser seine Kommentare hinterlassen. Müll! Haben die Gnome ihre tollen Ideen daher? Ich verstehe es sowieso nicht. Die Lektion ergibt keinen Sinn, verdammt! Oh, hübsch. Nicht mehr so hübsch. So. Tafelküche. Eiserne Doppeltür. Schloss knacken. Schauen wir doch mal. 14. Wir haben noch 6 Stück. Let's try. Nice. Direkt geschafft. Ich sehe keinen, der mich irgendwie anschaut. Speichere ich mal lieber sicherheitshalber, aber. Oh. Du bist leider nichts wert. Moment, warum hast du jetzt deine Fackel abgelegt? Das will die Fackel ziehen? The scraps of a nightfall feast. Nightfall Feast. Da hinten ist eine Riesenhand. Das nehme ich alles mit. Das nehme ich, glaube ich, auch alles mit. Den nehme ich auch mit. Schneidbrett brauchen wir nicht. Die Silbersachen sind schon ein bisschen was. Kannst du aufhören, die Fackel wegzulegen, bitte? Meine Jüde. Ich verstehe es nicht. Er legt sie immer weg, sobald er läuft. Gut. Dann. Das ist nur ein bisschen blöd. Moment, Karlach, kannst du vielleicht auch die Fackel tragen? Hey, good looking. Du hast doch auch eine. No one stopped me yet. Danke. Open up. Du hast Jacks hier auch weg. Was ist das für ein Bug? Damn, it's good to be alive.
have a lot on my mind and well. So, ich will das Silbertablett haben. Das Silbertablett, Silberteller. Silberglas. Silbermesser. Silberner Totenstand. Upsi, selber Messer. Da ist wieder ein Geheimgang, sehr schön. Also, sobald ich mit den Füßen ins Wasser gehe, nimmt er die Fackel weg. Oh, Scheiße. Was ist denn das hier? Das ist voll zerstört alles. Und hier die Hand. Also, dass ich mit den Füßen nicht ins Wasser darf, wenn ich eine Fackel trage, ist ein bisschen witzig. Finde ich. Ist kind of erheiternd. Silbertablett. Das Silbertablett ist deutlich größer, als ich es vermutet hatte, anhand des Inventareintrags. So. Jetzt haben wir das alles gelootet. Und jetzt müssen wir da noch rein. Hallo. Wo sind wir denn hier? Hier, die können wir nicht öffnen. Das ist irgendwie Lava. Ich speichere nochmal, nachdem wir jetzt hier alles eingesammelt haben, dass wir nicht nochmal einsammeln müssen. Also eine Doppeltür. Juten. Nicht genug Stärke. Kalach, mach mal den Fels zur Seite. So, Geheimversteck. Fellrüstung, Fackel. Oh, nice. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das gebe ich Laser. Ja, und das muss halt Kalach tragen. Die Fackel brauchen wir, glaube ich, nicht. So. Moving ahead. Das einzige Gute an Fackeln ist, dass man die gefühlt überall verkaufen kann. Hier tropft Säure runter. Oh. Juden. Ockergalerte, aha. Brauche ich wahrscheinlich gar keinen rücksichtslosen Angriff, bin ich ehrlich. Aber hat einen Absatzangriff. Die haben ganz schön. Sind die Feuer? Ha. Ich glaube, ich will das hier irgendwie so hinhaben. Konzentration Durchwolke, deswegen gehen wir jetzt ein Stück hier rüber. Damit wir uns ein bisschen verstecken können. So, du hüpfst auch ein bisschen. Ich vermute nicht, dass wir den Bluten bringen können. We can try. Immun gegen Bluten, ja. Figured that much. Und sie sind, glaube ich, immun gegen physischen Schaden, oder? Yes. Hieb-Resistenz und Blitzresistenz. Ja. Das ist natürlich gemein. I'm ready. Hmm.
Dann vielleicht lieber das Feuer nehmen, ja? Alle sieben. Wächter! Extra Hit. Oh, da kommen ein paar mehr. Da kommen mehr, als ich dachte. Das ist ja sehr unangenehm. Let's go, Adler. Die Frage ist, jetzt will ich einfach nur Abbild beschwören. Das kann ich halt nur ab und zu machen, die göttliche Macht. Korrosiver Schlag Säure wird, glaube ich, nicht so viel bringen bei ihr jetzt. Sind wir ehrlich? Wahrscheinlich ist das Feuer schon wieder das Beste, was wir tun können. Ja, never mind. Sehr schön. Kann man dich beenden. Und wir haben nochmal einen Flomp. Sie muss auch noch. So, einer dead. Ocker, Galatschleim, Knochen mit Picke. Vielleicht brauchen wir die ja. Fesselnder Schlag. Let's drive. Nope. Wächter. Kombo ist ganz witzig. Aua. Das Schleimen ist ein bisschen widerlich. Sechs ist ein kritischer Treffer. Ach komm schon. Du schlägst mal zu. Und dann versuchen wir mal, dich ein Stück zu schubsen. Verdammt. Fuck yes. Ah, da kann man doch nicht, weil es ein Weg war. Okay, da kam nicht vorbei. Das ist natürlich ein Blöde. Nice, schöner 6er Hit. Kann ich hier hinten rumlaufen? Ja, doch, kann ich, ne? Gehst vor allem aus der Säure Ding da raus. Weiß nicht, wie sehr ich auf die Nase kriegen will hier. Das ist ein Stufe 2 Slot. Ich glaube, stumpfer Schaden geht, ne? Das ist nur Hiebschaden. Von daher würde ich an der Stelle halt einfach den Zweihandhammer casten. Kann ich den hincasten? Da oben zum Beispiel hin, damit das Ding beschäftigt ist. Damit das Ding beschäftigt ist. Das war eine Bonusaktion. Lol. Ja dann. Ignitz! Nein. Traurig. Da, 16,5. Oh, scheiße. Wenn die Dinger hitten, dann hauen die ganz schön rein. Oder auch nicht. Du machst fertig. Der hat nur 7. Du schnaufst auf jeden Fall mal durch. Ah, dann kannst du auch nicht mehr schubsen, ne? Ja, RIP. So, dann. Also bis jetzt hat mein Durchwurf leider gar nicht so gut getroffen, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber guter Hit. Ach komm. Ach, jetzt bin ich meine eigene Durchwurf gelaufen. Das schlecht. Wie kann ich denn die Konzentration aufgeben? Toten sprechen. Wie kann ich die Konzentration aufgeben? Kann man eigentlich permanent, immer.
Du kannst auch nicht mehr viel tun, du könntest nur durch die Durchwolke rennen. Da will ich eigentlich hier rüber hüpfen dann versuchen. Das ist ein guter Sprung. Da kannst du hier nochmal rein ignizen, nämlich. Nice. Oh, der hat nur. Ne, ich wollte gerade sagen. Der hat nicht nur 20 HP. Das knallt mehr. Graue Zahlen sind wohl welche, die. Die Unempfindlichkeit ausdrücken sollen. Halt mal deinen Rausch bei. Komm ich bis da hoch? Ja, ich komm bis da hoch. Alles klar. Ich geh mal nicht in die Säure, ne? Don't mind if I do. Nicht genug Bewegungspunkte. Ach, dammit. Gehen wir auf die gleiche Ebene, damit wir weiter rein ignizen können, besser treffen. Sehr schön. Und 12, yo. Kritischer Fehlschlag. Und noch ein Wächter-Attack. Dass ihr aber Bonus-Attacks kriegt. Ist so gut. Hört auf, meine Wolke zu laufen, bitte. Please. Dass die Wolke leider erst ewig spät ändert, ist ein bisschen blöd. Hört auf, in meiner Wolke zu laufen, habe ich doch gesagt. Hier. Speichern. Ich dachte, ich könnte das ja anzünden, aber kann ich nicht. Wo sind wir denn eigentlich jetzt hier? Schwere Truhe. Hier dann Trank der Geschwindigkeit und Lagervorräte. Na gut. Blaukappe. Da geht's nicht weiter. Ocker Galert. Ringe, Galert, Onyx. Ein Schwert, das Kalach tragen kann. Zum Mitnehmen. So, wo kommen wir jetzt hier weiter, ey? Da haben wir noch was zum Looten? Nice. Kalach. 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 Eins. Was holen wir für einen Trank? Pfeil des Eises, Pfeil des Blitzes. Fallenentschärferwerkzeug. Moment, das ist doch hinter der. Someone climbed up from down below. Ist jemand raufgeklettert? Aha. Die, das hier. Diese war doch die einzige, die noch irgendwie so ein bisschen Bogen schießt bei mir, oder? Bin ich gerade verwirrt. Hier ist eigentlich genug. Wieder meine verbesserten. Mein verbesserte Zauberstäbchen nicht dabei. Nehmen wir. Weihrauchstäbchen. Weihrauchschale. Okay. Wolfskerze. Nur hier gehen Fackeln an, wenn wir lang kommen. Hopp, ich komme da gerade so rüber mit meinen kurzen Beinchen, ey. Kommt was? Kontemplationsraum. Let feast the eyes of the faithful. Know your goddess. Know her command. Komplizierte Tür. Schlossknack, wahrscheinlich jetzt 20, oder? Hier schon steht komplizierte Tür. Nö. Let's go.
Und selbst die 20 hätten wir geschafft. Was stand in der Tür nochmal? Irgendwas mit Ungläubigen? Lass die Augen der Ungläubigen weiden. Kennt deine Göttin, kennt ihren Befehl. Hm. Wir hätten einfach hier rumlaufen können. Geil. Das ist ja spannend. Es ist, glaube ich, eine der nutzlosesten Türen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Egal, wir haben sie geknackt. Let's go. Juden. Kisten mit Flaschen drin. Alten Pilzen. Alten Fischen. Alten Pilzen und Fischen. Okay. Göttliche Führung ist aus. Da ist ein Rucksack. Irgendjemand hat hier gecampt. Irgendjemand war hier schon. Handgezeichnete Karte. Lesen. Karte der Grimmschmiede, handgemalt, doch sehr detailliert. Interessante Orte sind mit einem schwarzen X markiert, nur zwei sind so in rot eingekreist. Einer in jedem Stockwerk der Festung. Im oberen Kreis steht versteckt, der untere Kreis ist als Rauchpulvervorrat gekennzeichnet. Okay. Oh! I swear to Iron Hand. One more step and I blow us to chunks. An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke powder. Careful. I'd rather not have to pick bits of gnome from my hair. Shut your mouth, Hoon, or I'll shut you down. Wer bist du? Beruhigt euch, reden wir drüber. What's to say? Your nearest bootlicker. Saw you sailing. A goddamn true soul. Better to die in this shit heap than rotting moonrise. You want me? Come get me. Moment mal. Ich will nicht mit Kalach reden. Ich will natürlich mit mir reden. Kalach ist so irgendwie wieder einen Schritt zu weit in die falsche Richtung gegangen. Das ist ein bisschen doof. Ich kann auch nicht wechseln von wegen, hey, ich übernehme hier mit meinem Charakter. Es ergibt ja nur Sinn, dass ich eigentlich wechseln könnte. Im Rollenspiel kann man das, deswegen lade ich jetzt gerade neu, weil ich das irgendwie doof finde. Ich müsste jetzt plötzlich auf Stärke und sowas würfeln, weil die nie charismatisch logischerweise nicht so toll ist. Und ich will aber gerade so spielen, deswegen habe ich ja meinen Charakter, den ich habe. Okay, wir gehen das nicht looten, wir gehen den Schritt weiter da hoch zu der Tante. Irgendwie haben die alle so ein bisschen schottischer Akzent, habe ich das Gefühl. Achso, ja, hier war das. So. Da ist sie, die habe ich einfach nicht gesehen. Gerade die Gnome aus der Grimmschmiede. Das hat man jetzt schon. That's my thing. Shoot your mouth, Hoon! Or I'll shut you down. Da sagt jemand anderes was, das ist spannend. Beruhigt euch, reden wir drüber. Your nearest bootlicker saw you sailing. Better to die in this shit heap than rotting moonrise. You want me? Mondaufgang zu verrotten. Was ist ein Mondaufgang? Wenn wache Seele wäre, wärt ihr tot. Reißt euch zusammen, bevor ich euch wehtue. Aufrichtig lächeln und die Hand ausstrecken. Seid ihr sicher, wenn ihr tot seid, ist es vorbei? Gedanken wahrnehmen? Nee, Gedanken wahrnehmen will ich nicht. Ich glaube, ich würde sie lieber überzeugen, aber ich habe eine einschüchternde Übung. Aber es ist auch richtig, wenn ihr wahre Seele wärt, werdet ihr tot, reißt euch zusammen, bevor ihr euch wehtut. Let's go. Einschüchtern ist gar nicht so einfach, holy shit. Breezy 27. Not a true soul. And I'm supposed to believe that.
Nicht in dem Sinne, wie du es kennst. Shit. I can't do it. Puh. Go on. Drag me to Moonrise. I'll make you cult nutters suffer. Ich will euch nicht, aber das Raufpulver nehme ich. Ich bringe euch nirgends hin. Ihr könnt gehen. Ich bringe euch nirgends hin. Ihr könnt gehen. Aren't you sweet? I'm not stupid, you know. No such thing in Grimforge as kind hearts. Spit out what you want and let's be done with it. Wie wäre es mit etwas von dem Rauchpulver? Ich will nichts von euch, ich schwöre es. Ich will nichts von then euch. Prove it and leave. Wow. I go where there's shit to stir. Wo ich Ärger machen kann. Shortage of options. I'm getting gone. You ought to do the same. Muss ich jetzt wirklich gehen? Du kannst ja abhauen, das ist mir ja wurscht. Ah, gut, dann kann ich ja weiter looten. Sehr schön. Das ist so gelaufen, wie ich mir das eher vorgestellt hatte. Unedler Hut. Auch Holzfessle. Mit einem Pilzeintopf drin. Nom, 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 nom. Noch ein paar Handtücher. Noch eine Holzkiste. Ja. Rucksack, den wollte ich noch looten. Den habe ich vorhin schon gelesen. So, muss ich jetzt nochmal lesen? Notiz. Rauchpulver vor, das ist wahrscheinlich das hier oben, oder? Philomes Versteck. Rauchpulver damit. Oh, Vorratspaket. Skelett. 41 Gold. Nehmt man sich doch. Jede Menge Vasen zum Looten. Ach du Scheibenkleister. Ich würde das da eigentlich dazwischen, zwischen den Beinen haben. Charitan-Tagebuch. Tag 1. So eine Bestie habe ich noch nie gesehen. Muskelpack mit Stoßzähnen so lang wie meine Arme. Geruch nach versenktem Fleisch. Doch ich sah keine Flammen. Der Stein hätte auch Pergament sein können. So rasch hatte die Kreatur ihn durchbrochen. Die anderen Justiziare sind tot oder nah dran. Sie waren nicht allein. Höllenritter waren auch dabei. Masken an ihren Gesichtern genietet wie Wappen an die Burgmauer. Tag 3. In der Falle. Noch ein Ausfall und die Mauern stürzen ein. Begann zu graben. Ich weiß nicht. Tag 7. Fertig. Mögen Schars Schatten mich bewahren. Okay. Aufheben. Tafelfragment. Aha. Die Tafel scheint oben und unten abgebrochen. Der Text beginnt und endet unvermittelt. Die Tage und die Herren des Verlusts wird euch erkennen. Das Gesetz von Nachtfall. Vom Monde kommt das übelste Licht. Ich glaube, das könnte sehr schwer sein, oder? Monde kommt das übelste Licht. Es dringt durch die Risse und erhält noch die entlegensten Winkel des Unterreichs. Licht bedeutet Hoffnung. Ein schädliches Bestreben, das es auszumerzen gilt. Betet in der dunkelsten Stunde zur Herren und feiert zu ihren Ehren. Tötet zwei Tage darauf einen Jünger der Selun. Wird keiner gefunden, sind auch solche von Latanda oder Mystra als Opfer akzeptabel. Tut dies einmal pro 10 Tage und die Herren des Verlusts wird euch erkennen. Aha, das sind irgendwie die Rituale. Wie viele Leute man töten soll. Finde ich jetzt unsympathisch. Schattenherz, ne? Ist dir schon bewusst. Okay, das ist ein Tempel der Herren des Verlusts hier. Verdammt, das weiß ich wieder nicht mehr, wie die. Jetzt habe ich schon die Namen wieder vergessen. Den wir hier gefunden haben, irgendwo am Arsch der Welt. Eine Kerze. Ich glaube, eine Fackel macht mehr Licht als eine Kerze. Hier sind Steinbetten jede Menge. Will ich mir jetzt nicht unbedingt drauflegen. Und aber hier steht Philomens Versteck. Nochmal Weihrauch. Nochmal Weihrauch. Bücher rein, die kann ich mir durchsuchen. Oh!
Was? Achso, Federfall. Geschichte der Schmiede. Sticker ist eine merkwürdige, nichtssagende Seiten. Wir wissen wenig von unseren Vorgängern, aber wir wissen, dass sie die Herren des Verlusts verehrten. Wir wissen, dass sie die große Festung erbauten und, dieser wurde so verschmiert und unlässig, nannten. Doch woher sie kamen oder wohin sie gingen, ist selbst für Catherick Thorm ein Mysterium. Wir wissen, dass Schars Auserwählter ihren Ruf gehört hat. Die Grimmschmiede hat unseren Herren 800 Jahre gedient und wird es wieder tun. Hier werden Thorms dunkle Justizjahre sich erheben. Hier werden wir den Pakt unserer Göttin erfüllen. Hier werden wir unsere verlorene Stadt Grimmschmiede wieder errichten. Unsere Schatten werden so weit reichen und so finster sein, dass der Luns Licht für immer erlöschen mag. Okay. That's kinda special. Glyphe des Schutzes. Schreibe einen Kreis auf kann Glyph auf dem Boden, der einen ausgewählten magischen Effekt bewirkt, wenn der Gegner ihn betritt. Okay. Tja. Versteck ist wahrscheinlich, das war wahrscheinlich hier das Pulver, was sie mitgenommen hat, ne? Aber das brauche ich ja aktuell nicht, von daher ist mir das ja wurscht. Rauchpulvervorrat. Aha. Der ist sogar hier noch markiert. No time to rest. Ich würde sagen, geh wieder zurück. Oder? Wo wollten wir sonst denn? Da ist irgendjemand hochgeklettert, mal vorhin erfahren. Das ist wahrscheinlich das, wo der Rauchpulvervorrat sein soll. Hier kann man, glaube ich, rüber. Wait a second. Hier, das ist der Sprung, den wir gemacht haben. Frage ist, wie kommt man oben hin? Hier oben, da drauf. Da ist eine Tür, wahrscheinlich durch den Rest der Festung. Würde ich mal jetzt vermuten. Weniger von da, wo ich jetzt bin. Upp. Aber hier hatten sie gesagt, hier ist jemand hochgeklettert. Keine, schon irgendwie lustig. Lol, wie viele? Ist klar. Gut. Jede Menge Zauberschriftrollen, schwere Truhen. Ja. Geh mal wieder zurück. Nachdem wir hier alles mögliche geknackt und gelootet haben. Einmal 30 Minuten und woanders dann gejuckelt. Wir haben keine kurze Rast mehr. Was ist mit euch los? Ah, hier ist Wasser. Ja, da war ja was. So. Ah, hallo. Habt ihr ein Problem damit, dass ich hier reingegangen bin? Okay, hier ist wieder stehlen. Wir sind zurück. What to do? Hey, stick shit! It's stick pit, you piss pot. That's what I... Another stick shit! Piss pot. You flirt. Now jump to it. Or it's up to the lift and straight to the shadows. If I was that slave, I'd be tempted to add a dash of something poisonous to their drinks. Würde ich, glaube ich, auch machen. Tell the sergeant we won't move a pebble. Ich widere mich an. Was, euer Gefangener ist höchstens Hals, wo kriegt man so einen her? Just take one. There's swarm in the place. They'll squirm a bit. Maybe give you some lip. All it takes is a stiff crop to get them in line. Lesel, finde es gut. Sie sind ganz schöne Aufschneider, respektiere ich. And you'll appreciate how few shits I have to give you. What the fuck, Alter? Hey, stick shit, where's my drink? Coming right up, piss pot. Stick shit talks like smug and he wrecked that shroom village. And then shagged it.
Here's to Smug, nasty prick. Also die sind ja komplett nur eklige Leute. Die sind ja nur eklige Leute. Darf ich hier durch? Shit. You got one of Nair's moon lanterns, Jog. Was ist das? Pixie lamps. If you're headed to Moonrise, you won't last without it. Okay. Toplands are clogged with the Death Dark. Choke you in no time. Todesdunkel? You daft? It's there in the name. Shadows up there, black as the lower dark. A few sniffs could fell an ogre. Okay. Sounds like bad news. I'd just as soon get that moon lantern off Nier. Wir wollen Nier ja sowieso umlegen, dann können wir auch die Mondlaterne von ihm looten. Okay. Dann. Mir fällt gerade ein, habe ich welche. Ja, genau, ich habe nämlich die falsche drin. Und ich habe auch mein Tiere-Sprech nicht mehr an. Das ist ein guter Punkt, ne? Aber mit Totensprechen habe ich noch an. Ich könnte auch tatsächlich mit den. Lol, deswegen leuchten die auch so. Ich will nicht plündern. Ich will mit ihm reden. Okay, was passiert, wenn ich plündern drücke? Ich muss mal kurz speichern, weil da steht plündern, aber ich will ja gar nicht plündern. Ich will mit ihm einfach nur interagieren. Ja, genau das will ich nämlich nicht. Aufheben nicht möglich, zu schwer. Okay, ich habe spreche mit Toten an, aber ich kann es nicht machen. Gut, das ist natürlich blöd. I guess. Zu den Spinnen will ich jetzt nicht unbedingt. Gehen wir hier hoch. Wollen sie auch nicht unbedingt. Was ist ein Fort wie das in der Underdark? Hallo. Reinforcements, huh? Let's see how long you last. Hey, nur weil ich so klein bin wie du, bin ich nicht die Verstärkung, ja? Oh. Come into her shadow. Let all that is past be forgotten. Okay, die Herrin des Verlusts mag wohl auch den Verlust von Erinnerungen. Das ist ein bisschen special. Dumb theory. Half these walls are still standing. Steinmetz. Hallo. If you aren't here to inspect the stonework, then get lost. And if you are, well, I doubt you've got anything useful to say. Das stimmt. Deswegen rede ich mit deinem Kumpel, weil der will, glaube ich, handeln. How peculiar. Smooth face, cobbled edges. They're a sign. They must be. A sun dweller in these parts. A sun dweller. Look here, my topside friend. I need fresh eyes. And I doubt I'll find fresher. Ja, das soll ich mir anschauen? Ein Freund ist willkommen, der selten im Unterreich. As rare as a smile in Sindelrin, you might say. But I've no skill for slaving. I prefer chisel to cane. Okay, du bist ein netter Typ. But these learned eyes reach their limits. And so I must humbly request yours. Gut, das soll ich mir anschauen. Rock, the rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see. And be thorough. Okay. Die Statue auf Technik und Komposition, so Nachforschungen. Wahrnehmung. Ich glaube Geschichte auf Technik und Komposition untersuchen. Und ich hätte gerne den Bonus. 10. Let's go. Mach mal einen Geschichtswurf. Sieht gut aus. Ja, das haben wir geschafft auf jeden Fall. Nice. The statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Anything standing out? Achso, Nachforschung dürfen wir auch noch, die runtergefallenen Trümmer. Oh nice, wir dürfen einfach alles rollen und mal gucken, was wir dann kriegen. Den haben wir auch geschafft. Finde ich gut. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor. Many split cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big.
Ja, das haben wir, glaube ich, schon gefunden. What do you think? So, jetzt können wir den letzten Wurf noch machen, den Wahrnehmungswurf. Das Gebiet der versteckte Kuriositäten erkunden. Let's try. Der könnte halt problematisch werden. Jupp, den haben wir nicht geschafft. Die Wahrnehmung haben wir nicht geschafft. Um eins. Hätten wir die minus eins, hätten wir es geschafft, tatsächlich sogar. Das lassen wir jetzt aber so. Nothing odd catches your eye. Ja, wir haben ja einiges gefunden. Bin bereit für meinen Bericht. The rubble. Oh, it was a great beast that tore these walls down. I should have known. The statue is newer than the fortress, you say. So obvious in hindsight. Alas, you've left me with more questions than answers. My survey continues. Ich möchte handeln. Well, let's see what you've got. So, was kann ich dir denn verkaufen? Verkaufst mir, glaube ich, sogar ganz anständig für die Silbershit-Sachen. Du hast ein bisschen Geld. Hast du irgendwas Gutes? Pfeil der Ilmanta. Treffpunkt zurückgewinnt. Das sind nur ein Pfeil. Infernalische Legierung. Die gratis Metall leuchten schwach und ziehen einen Blick auf sich. Je länger du das höllische Pulsieren betrachtest, desto weniger weißt du, wer und wo du bist. Aha. Was mache ich denn mit sowas? Das ist unfassbar teuer. Was mache ich damit? Du hast einen zu den Zauberplatz, okay. Eine Lyra, eine Picke, Diebeswerkzeug, okay. Schriftrolle Tote beleben, erschaffe einen untoten Diener aus einer Leiche. Okay, nee, das ist nicht, was ich will. Schaufel haben wir schon. Abgesehen von der infernalischen Legierung sehe ich jetzt nicht, was du mir Cooles verkaufst. Silberlöffel. Wir haben die vielleicht hier irgendwo um die Ecke geholt, aber ist ja egal, ne? Nimm die mir mal alle ab. Müssen wir das, die Scheiße nicht mitschleppen. Frostiges Metall, achso, das wollte ich noch kombinieren. Frostiges Metall, Eiskristall und eisiger Griff. Das wollte ich noch kombinieren. Weihrauch kriegst du auch von mir. Viel Spaß, dann bleibt das da, wo es hingehört. Die Kerze brauche ich halt wirklich nicht, wenn ich Fackeln nutze. Ein Glaskelch darfst du auch gerne von mir haben. Ja. Gib mir mal dein Gold dafür. That's all then. So. Dann haben wir gehandelt und die Wahrnehmungssachen gemacht. Reden wir mal mit denen hier vorne, mit den Tierchen. Hallo. Was geht bei euch ab? Tired. Sleep. Rest, little one. But do not take long. I feel his shadow. Okay. I heard his name whispered. The rock shivers from the south. Catherick Thorm. The Catherick Thorm. The name means little to you, yet your heart pulses to its rhythm. Thorm. Thorm. Okay. Fürst diesen Catherick Thorm, wer ist das? Mighty elf, cloaked in darkness. 10 masters ago, and 10 more. Okay. But I remember, there was the work and the blood. There was the Thorm's army. There was the Hellbeast. Das Höllen, okay. Ich würde vermuten, das war die Bestie. Thorm's name faded into stone until the Nier came. The Nier. Okay. Beeindruckendes Gedächtnis, wie alt bist du genau? I outlived my mother and her mother's mother. What the fuck? Many mothers beyond. Blessed to see many live. Cursed to see many die. Okay. Das ist... Oh, Moment. Da ist was hängen geblieben im Hochfahren. Das ist ein sehr altes Tier, bin ich ehrlich. Das hört sich nach einem sehr alten Tier an.
Welches Höllentier kann Catherick's Armee vernichten? I saw tusks and flesh, smelled fire and eggs. It came with the mask men, crashing and smashing. Das ist special. Was hat Nea mit Catherick zu tun? I know not, so I say not. Yet I hear his name again, said by the shadow. Lass mich raten, der will das Biest in seine Kontrolle bringen? Okay, das sind schon mal gute Infos hier. Nier scheint irgendwie den Dingen zu finden. Afraid of them. Do not think on it further. Okay, ich rede mal mit beiden. Rest. I will see you safe. Okay, rede mal mit beiden. Nein. Da will ich hin. Kohl brauchen wir nicht mehr nehmen, das können die Tiere schön behalten. Hier gibt es tote Skelette. Yo, what? Den Toten sprechen. Beschädigter dunkler Justiziar. Oh, das sieht nach Scharrüstung aus. Okay. Dunkler Justiziarpanzer. Antwort der Nachtsänger. Bewirkt 1 bis 4 synchronische Schaden bei Angreifern, die den Träger mit Nahkampfangriffen treffen, solange er von Schatten verschleiert ist. Okay. Das ist was für dich, Schattenherz, ne? Lesen. Zyklus 40. Ich weiß, dass es verboten ist, die Gemächer der Inquisitoren zu betreten, doch ich konnte nicht anders. Hat Meister Catherick uns nicht befohlen, jedes mögliche Werkzeug zu nutzen, um Schars Rivalen zu besiegen. Und wenn Sibyl das Amulett hätte geheim halten wollen, so hätte sie es wohl sicher besser versteckt. Zyklus 42. Das Amulett hat mir eine Macht geschenkt, die eine Energie, die ich noch nie erlebt habe. Solche Macht ist mir neu und solche Freude. Ständig muss ich lächeln zum Verdruss der anderen. 45. Es ist vollbracht, der dunklen Herren sei Dank. Sibyl riss mir das Amulett vom Hals und warf es in die Lava, als sie mich haltlos vor Gelächter fand. Der Irrsinn ist vorüber, doch ich kenne meine Strafe noch nicht. Sibyl ist nicht für ihre Milde mit Dieben bekannt. Okay. Look at the skeletons. You realize they are all clad in the same dark. Das ist mir schon aufgefallen, ja. Dark Justicia uniforms. These were Shah worshippers. The same as me. Jupp. Mörder haben sich mit mächtigen Göttern angelegt. Ihre Mörder haben sich mit mächtigen. Whatever killed a bunch of Sharans might still be down here. Just saying. Und wir haben ein Level Up. Karlach ist die einzige, die Level 5 geworden ist. Hab ich irgendwas verpasst? Warum gerade sie? Achso, weil die Inspiration zählt unterschiedlich, ne? Aha. Gesundheit erhöhen, Klassenmerkmale, extra Angriff. Nach einem Angriff mit oder ohne Waffe kannst du gratis einen zusätzlichen Angriff. Oh, yo. Schnelle Bewegung. Adlerherz. Das könnte ich jetzt wechseln. Wenn ich will. Kannst du Sturzschlag einsetzen? Kampfrosch kannst du gnadenlose Wildheit einsetzen. Heilen. Au! Oh. Das wäre auch ganz nett, wenn sie sich ein bisschen selber heilen könnte. Urmassenflucht. Stürme vorwärts, greife alle Gegner im Weg an und wirf sie möglicherweise um, sodass sie liegen sind. Auch nett. Tigerblutdurst. Schlage zu, um bis zu 3 Gegner gleichzeitig anzugreifen und sie bluten zu lassen. Wolfsherz. Anstachelndes Heulen. Jeder Verbündete in der Hörweite kann sich bei seinem nächsten Zug um zusätzlich 3 Meter bewegen. Ich glaube, ich bin eher beim Bären. Aussehen Bärenpiercing. Ändert es das? Das ändert wirklich das Aussehen. Lol. Aber das passt auch zu ihr. Annehmen. Also diesen Sturzschlag habe ich nicht eingesetzt, deswegen habe ich es jetzt getauscht. Still breathing, despite everything. Okay. Hier, Schattenherz für dich. Schattenherz für dich. Dass ich nicht mehr mit den Toten sprechen kann, finde ich ein bisschen blöd. Muss ich dazu das Amulett vielleicht ausgerüstet haben? Würde mit dir gerne reden. Darf ich aber nicht.
least a step. Ich will eine Trainingseinrichtung. Eine Holztruhe, die verschlossen ist. Verschlossene Holztruhen wecken ja so ein gewisses Interesse bei mir, ne? Bin ich ja ehrlich. Das könnte schwierig werden. Verdammt. Da haben wir ein Diebeswerkzeug verloren. Um einen Punkt. Nehmen wir noch ein Diebeswerkzeug. Ich will das versuchen zu knacken. Jetzt, let's go. Geh doch. Wir hoffen heute um einen Punkt, dass die Sachen nicht schaffen, ey. So, was haben wir hier? Eine leichte Armbrust plus 1. Lazelle. Hardy but graceful. A fine crossbow. Made by Sharon Hands, if my teachings keep true. Laser. Schattenherz. Moment mal. Du sagst, es ist was für eine Schararmbrust. Dann würde ich das ja doch eher Schattenherz geben. Wenn du das sagst. Bis 9, 3 bis 10. Ich glaube, du brauchst einen Langbogen für die Pfeile. Toll. Jetzt habe ich übrigens der Falschen gegeben zwischendurch. Naja. I wonder what the next move is. Alright. What now? Okay, wir müssen looten. Verschimmelter Käse, alte Sachen. Moment, was? Gladiatoren-Sandalen. Holzkoffer. Ah, da ist noch eine. Hier, Lazelle, du wirst jetzt zum Paket Nummer 2 umbenannt. Okay. Verfaulter Fisch. Ein Rucksack. Oh. Und über Faulheit, Völlerei und Sünden. Erdulden, erdulden, erdulden. So befiehlt es Meister Ladugur. Erdulden, ruft es. Euer Hammer auf Gestein trifft. Erdulden, ruft es, wenn eure Axt gegnerische Schädel aufspaltet. Erdulden, ruft es, wenn euer Stock auf den Rücken eurer Sklaven auftritt. Es ist unsere Pflicht und unser Segen, schwere Arbeit zu leisten. Schwere Arbeit ist die Belohnung, die wir unseren Söhnen und Dienern gewähren. Doch Vorsicht vor dem schlimmsten Feind harter Arbeit, der Geißel, die uns und die unsrigen verwundet, dem Humpen. Nicht nur Bier fließt aus ihm heraus, sondern Trägheit, Völlerei und Gedanken, die nicht bei der Sache sind. Der Säufer ist der Mühlstein am Hals des Clans. Zu schwer zum Tragen, zu faul, um einen Beitrag zu leisten. Werft ihn in den Dunkelsee, lasst ihn auf den Boden sinken und ruft noch einmal, erdulden, erdulden, erdulden. Okay. Ups, ich wollte es nicht lesen, ich wollte es aufheben. Mitnehmen. Aufheben und zur Waffe hinzufügen. So. Da sind noch ein paar verrottete Körbe, aber da ist wahrscheinlich auch nichts mehr Wichtiges drin, ne? Nee. Tja. Wir gehen genau da weiter, wo wir jetzt waren. Okay, wir sind. Nee, ich will mich nicht hinlegen. So, wir sind hier am Rumlaufen. Wir hatten hier drüben aber noch einen. Leute, die geredet haben, wo wir hier unten waren. Speichern. Hallo. Guten Tag. You, grab a cane and whip these drugnin beasts into shape. That rubble needs clearing. And my patience is hanging on by an arse whisker. Ihr wolltet ja am Tiere schlagen. Ich ignoriere euren Ton, mal klingt fast, würde ich um Hilfe bitten. And it sounds like your ass wants for a lashing, the way you talk out of it. Something spooks the dumb shits. So stop your jawing and get to working. Was ist denn Trümmern? No need to know and I got no need to tell. So doch, finde ich schon. Or to leave him. Ihr wollt Hilfe? Dann sagt mir sofort, was denn ist. Nachforschen, die Trümmer untersuchen. Ich versuche zu überzeugen. 15. Oh, shit.
bisschen Geld. Das klappt. Nope. Not even close. Wir hätten mit einer plus 4 hätten wir es geschafft. Uiuiui. Hey, das würfel ich nicht. Sooner give a lurker a lick job. Schade. Dann versuche ich mal die Ruinen genauer zu erforschen. Achso, das wäre viel einfacher gewesen. Ja gut. Weiß man halt nicht vorher, ne? A slight glint catches your eye. Auf das Glitzern konzentrieren. Noch ein Fünfer. Das schaffen wir. Ich sollte mich irgendwann mal hinlegen und nicht mehr blutleer sein. Adamant. Adamantine. Ich weiß es so, der Adamant, nicht wahr? Stuff's no joke. Stronger than steel. Rarer than mithril. It ain't mined. It's made. There's an adamantine forge back there, sure as shitting. Okay. Don't get any smart ideas. That forge is clan property. But get the beasts moving and I'll toss some coin your way. Okay, wir haben jetzt die Option, ihnen zu helfen. Für Money. Just splitting then. Suit your damn self. Jetzt wissen die Frage, wenn ich die angreife, die drei, ob ich die dann. Ob ich denn die ganze Lage gegen mich habe. Ich würde das mal mit dem Tier reden. No more pain, no more work. All must die. Oh. Atme kurz nicht, sonst töten deine Herren deine Herde. Du wurdest geboren, um zu dienen, also tu, was sie sagt. Lass deine Wut freien Lauf, übe Rache für deinen Schmerz, aber greif nur deine Herren an. Ich bin Manipulator. Das sollte, glaube ich, trotzdem klappen. Ich hoffe, es geht so nach dir. They made the pain. Now they feed. Bloody Rosa, you've lost it. Put them down. Aber ich glaube, wir. Oh oh, aua. Das ist ein Problem. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Doppelschwein gehabt. Oh, holy. Richtig Schwein gehabt. Lazelle, du springst mal hier rüber, würde ich sagen. Nimm mal bitte deine Nahkampfwaffe. Und du gehst mal auf unseren Fernkampffreund hier. Scheiße. Tja. Hau mal nochmal zu. Und dann gibt's einen Crit hinterher. Nein, kein Zeichen des Jägers mehr. Okay, das ist ein Barber. Hey! Hörst du gefälligst auf? Ich glaube, ich komme nicht bis dahin, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Nee, das will ich gar nicht. Ach, das darf ich nicht? Ah, da brauche ich eine Bonusaktion für. Ja, dann rücksichtsloser Angriff, wird es. Slap mal ihm eine. Achso, dann darf ich ja noch for free noch einen Angriff machen, ne? Nice. Ich habe den Free-Double-Hit jetzt. Wir wollen auf jeden Fall eine Waffe beschwören. Schön Großschwert. Dahin. Mit der geholfen werden kann. Und du verprügelst halt den mit. Fürchte, den da hinten werden wir nicht retten können. Oh, verängstigt. Shit. Oh, das funktioniert auch. Nice one. Okay, das hätte ich gar nicht retten, ihr helfen müssen. Das ist ja super. Das ist ja so super. Kritischer Treffer, verängstigt. Nice. Es sind hier zwei Verängstigte gegenüber. Ja, geil. Stehen wir hier hin. Kannst du fliegen bis... Nee, du kannst nicht bis dahin fliegen. Du kannst nur den angreifen, ne, diese Runde.
Na dann. Noch ein Crit. Yo. Einfach zwei Crits kassiert die Runde. Holy shit. Der dritte Crit. What? Das ist mein Zeichen, wenn ein armer Jäger in Ruhe. Null. Greifst nicht mal den an, denn. Was ist ein Zeichen des Jägers drauf und greifst den nicht an? Du bist ja schräg. Komm schon. Verprügeln! Konzentrationswurf erfolgreich. Den darf ich nicht angreifen, ne? Weil wir im Nachteil sind. Brüll, brüll. Dann können wir den immer noch angreifen. Nice. Wir haben noch einen Free-Hit. Schade. He dead? Okay, wir können mit, jetzt können wir mit dem Toten reden. Sprung, soweit wie geht. Und du gehst auch mit auf den. Nice. Da haben wir unseren Stufe 5 Level ab. Mal kurz speichern. Kann ich jetzt mit dem reden? Aufheben nicht möglich. Es ist markiert für reden, aber ich darf nicht mit ihm reden. Das verstehe ich nicht ganz. Warum nicht? Adamantschlacke. Die Sachen können wir alle nehmen. Hier Lezelle. Hazel. Das nehme ich. Not much use for this sleigh. Nice speckles though. Also er ist markiert für Reden mit mit den Toten, aber ich kann nicht. Muss ich dafür noch mal eine Runde. So, können wir mit denen reden? Dwergar can't hurt anymore. We'll wait until it's safe to leave. Tut mir doch den Gefallen, zu trümmert erst noch den Schutt. You helped me. I help you. Dankeschön. Jetzt komme ich nämlich nicht durch, weil es robust ist sonst. Dankeschön. Kleiner Schutt vorbei. Sehr lieb von dir. Find a safe place. No more hurt. Mach das. Hast du verdient. Die Zange. So, und bei dir? Du hast nicht viel dabei. Wir hatten jetzt noch ein paar Sachen bekommen, ne? Ups. Perlen, Dat. Unsichtbarkeit. Der glatte, sechsstrahlige Stern an diesem Ring ist mit kleinen Edelsteinen aus Unterreich übersetzt, wie es für einen Talisman des Gottes der Bergleute und Tiefengnome gehört. Okay. Ich dachte eigentlich, wir hätten. Wir müssen mal nach Neues sortieren. Nö. Haben wir nichts mehr bekommen. Oder habe ich das aus Versehen? Egal, wir machen den Stufenanstieg erstmal. Level up. Level 5. Jetzt sind wir schon ordentlich in the game. Klassenmerkmale. Vertiefter Pakt. Dein anderweltlicher Schutzherr ist mit deinen Diensten zufrieden und hat einen neuen Pakt und neuen Segen ergänzt. Klingenkämpfer erhalten einen zusätzlichen Angriff mit ihrer Paktwaffe. Beim Pakt der Kette erhält der Vertraute ebenfalls einen zusätzlichen Angriff. Hexenmeister vom Pakt des Folianten können einmal pro lange Rast Tote beleben, Hast und Blitze hervorrufen. Darf ich meinen Pakt ändern? Nee, ne? Aber ich kriege jetzt Stufe 3 Zauber. Oh, shit. Fluch. Verfluche eine Kreatur durch eine Berührung. Der Fluch bewirkt entweder einen Nachteil bei Würfen und Rettungswürfen oder Angriffen. Lässt dich dem Ziel zu Schaden zufügen oder bewirken, dass das Ziel keine Aktion ausführen kann. 10 Züge. Gegenzauber. Oh! Bringe den Zauber einer anderen Kreatur zum Scheitern. Der Zauber darf höchstens dritten Grades sein. Ist der Grad höher, musst du den Attributwurf gelingen, um den Zauber scheitern zu lassen. Der Schwierigkeitsgrad des Wurfs hängt vom Zaubergrad ab. Furcht, großer Flug, gasförmige Gestalt, verwandt dich und deine Verbindung in eine winzige Wolke, die nicht fallen kann und durch kleine Öffnungen passt. Es ist sehr schwierig, ihr Schaden zuzufügen.
Hunger von Hadar. 4 bis 24 Kälteschaden und dann 2d6 Säureschaden zustandsbedingt. Kreaturen in der schwarzen Sphäre sind blind und leiden am Anfang sowie am Ende ihren. What? Hypnotisches Muster. Hypnotisiert Kreaturen, die das Muster sehen können. Sie können weder Aktion ausführen noch dich angreifen. Zwei Züge. Fluchbrechen. Berühre eine Kreatur oder einen Gegenstand, um alle Flüche und Verwünschungen aufzuheben, die das Ziel. Die auf das Ziel wirken. Langsam, Vampirgriff, berühre einen Gegner, um ihn Lebenskraft zu entziehen und die Hälfte seiner Trefferpunkte, die Hälfte dieser Trefferpunkte zurückzugewinnen. Kron des Wahnsinns, Dunkelheit. Ja, irgendwie Hunger von Hadar wäre schon vom Damage her das, was ich gehen würde. Großer Flug wäre natürlich für Bewegungen insane. Oder ein Verbünden mit der Fähigkeit zu fliegen. Trennt aber immer die Gruppe. Oder halt Vampirgriff. Also Vampirgriff ist, wenn ich halt im Nahkampf angegangen werde. Ich vermute, es wird aber demnächst passieren, dass sowas vorkommt. Zeit rund um bis zu 6 Gegner. Was? Verändere die Zeit rund um bis zu 6 Gegner, um sie zu verlangsamen. Sie können sich kaum bewegen, kaum handeln und sind einfacher zu treffen. Auch geil. Auch ziemlich cool. Weisheitsrettungswurf. Weisheit sind die, die wirklich gefährlich sind, haben, glaube ich, meistens nicht so viel Weisheit. Das sind halt dann eher die Magier, die wieder Weisheit haben. Ich glaube, ich nehme langsam. Schaurige Anrufung. Bei deinen Studien des okkulten Wissens hast du unheilvolle Beschwörungen zutage gefördert, die dir anhaltendes magisches Talent verleihen. Qualvoller Strahl. Dein Charisma-Modifikator bestand. Achso, deswegen komme ich über 10. Lul. Seiten erst negativ. Tiersprache. Dieb der fünf Schicksale. Einmal pro lange Rast kannst du mit einem Hexenmeister-Zauberplatz Verderben wirken. Verderben zieht bis auf 3 Kreaturen, sie halten immer anders. Zurückdrängende Strahl. Passives Merkmal, das gewechselt werden kann. Okay. Wenn du eine Kreatur mit schauriger Strahl triffst, kannst du sie bis zu 4,5 Meter weit von dir wegstoßen. Mit Schattenverschmelzen kannst du mit Schattenverschmelzen wirken. Maske der 4 Gesichter. Du kannst nach Belieben selbst verkleiden wirken, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Teuflische Tatkraft. Du kannst falsches Leben als Zauber des ersten Grades auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Falsches Leben gibt 7 Temperatur. Teufelssicht. Du kannst in Dunkelheit normal sehen, obwohl magisch als auch nicht magisch. Denn Sichtweite beträgt 24 Meter. Da wäre ich ja fast dabei inzwischen. Du beschwörst den bezaubernden Charme deines Schutzpatronen und bist in Täuschen überzeugen geübt. Das bin ich schon. Was passiert, wenn ich das doppelt geübt bin? Täuschen, überzeugen. Ich schau mal kurz nach, was passiert, wenn ich das doppelt bin. Baldur's Gate 3 Practice Stacking. Practice Bonus Stacking. Do Proficiency Stack. Is there a way to stack either the same proficiency or different ones that affect the same item? And sword and longsword used as two-hand weapon. Proficiency is a modifier you add to things you are proficient in. At level 1, it's supposed to increase with level. You can't stack multi-proficiency bonus as it's added to things you are good in and not gained. Okay, Expertise und Proficiency gibt's. So, no. Okay, geht nicht. Dann ergibt es für mich keinen Sinn, mit verführerischen Einfluss zu nehmen, weil da bin ich schon geübt drin. Rüstung des Schatten, du kannst Magierrüstung auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Du kannst mit einem Hexenmeister-Zauberplatz. Was? Du kannst. Zeichen des schlechten Omens, passives Merkmal. Du kannst mit einem Hexenmeister-Zauberplatz. Achso, Fluch wirken. Versumpfen lassen. Du kannst Hexenmeister-Zauberplatz verlangen. Ach, fuck. Da wäre verlangsamt drin gewesen. Damit nehme ich gern die Teufelssicht. Teufelssicht oder zurückdrängender Strahl, um mir Gegner vom Hals zu halten. Ich glaube, zurückdrängender Strahl ist auch ziemlich nice. Einfach für mehr Eldritch Blast Action, komm. Zauber ersetzen. Tja. Hexenpfeil. Ich glaube, den Hexenpfeil würde ich ersetzen. Dissonantes Flüstern ist für das 4 immer noch gut, aber das ist echt wenig Damage inzwischen. Und ändere es auf. Weil ich muss draußen eine Aktion dafür.
Dunkelheit. Vampirgriff. Hunger von Hadar. Blind und Damage. Ich nehme Hunger von Hadar noch dazu. Weil ich habe ja eh immer höchstes Level, was ich caste. Also von daher werde ich dann meine Stufe 1 Zauber setzen. Und einen höheren Stufen nehmen. So. Wir haben jetzt sortiert nach Recency, ne? Ja. Und wir hatten jetzt hier. Das steht hier aber nicht dabei, das passive und der Damage-Bonus. Die passiven Merkmale stehen nicht dabei. So, wir haben bei dir noch einen Level-Up. Stufenanstieg, Kleriker, Stufe 5. Du hast jetzt bekommen Zauberplätze Stufe 3 freigeschaltet und Untote zu schon. Wenn du einen untoten Kreaturenkreis vertreibst, erfolgreich vertreibst, erleiden sie aus den 4 bis 24 Gleisen des Schaden. Fluch. Domänenzauberlist. Du kennst diesen Zauber bereits. Dieser Zauber ist die bessere Version eines Zaubers, den du kennst. Du wirst nur diesen verwenden können. Domänenzauber. Okay, ich kann hier keinen Zauber wechseln, oder? Furcht. Zauber vorbereiten. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Schutzgeister. Untersuchen, Wunden heilen. Wunden heilen ist immer noch Gebet der Heilung. Die du sehen kannst. Das ist ein AOE hier. Der Damage ist immer noch. Schwache Genesung habe ich nie einmal genutzt. Weg damit. Schutz vor Energie. Berührende Kreatur, um ihre Resistenz gegen Blitzfeuer, Kälte, Säure oder Schallschaden zu gewähren. Leuchtfeuer der Hoffnung. Beistand. Mit Toten sprechen kann sie auch. Massenheilendes Wort. Auch ganz geil. Glyphe des Schutzes. Fluch brechen. Das wäre, glaube ich, ein guter RP-Zauber. Wiederbeleben. Lebe einen toten Begleiter wieder. Er kehrt mit einem TP zurück. Auch nicht so schlecht. Brauchen wir, glaube ich, aber eher nach dem Kampf. Totstallen. Tote beleben. Tageslicht, ein Gegenstand, damit er leuchtet wie die Sonne, oder beschwöre eine Sphäre aus Sonnenlicht, die alle Dunkelheit um dich herum bannt. Schutzgeister. Rufe einen Geist herbei, der dich beschützt. Gegner in der Nähe erleiden 3 bis 24 gleißende Schaden oder 3 bis 24 chronischen Schaden pro Zug und ihre Bewegungsrate ist halbiert. Bei Rettungsruf, die Ziele erleiden dennoch den halben Schaden. What? Der Zauberwirk kann nicht unsichtbar werden, solange er sich. Das ist ja awesome. Das ist ja übel awesome. Leuchtfeuer der Hoffnung. Deine Verbündeten gewinnen bei Heilung die maximale mögliche Anzahl an Trefferpunkten zurück und sind bei Weisheits- und Todesrettungswürfen im Vorteil. Ja, aber das muss man erst wirken und dann muss man noch heilen. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Schild des Glaubens erhöht die Rüstungsklasse, lenkendes Geschoss. Also die spirituelle Waffe ist, finde ich, unfassbar useful. Schutz vor Energie ist sehr situationsabhängig. Finde ich, glaube ich, nicht so cool. Ich glaube, ich finde die Schutzgeister geiler. Ja, ich glaube, so würde ich das machen. Und das hier kann ich einfach nicht ändern. Keine Ahnung, da kann ich hier nichts auswählen. Von daher lassen wir das einfach so. Und dann haben wir noch deinen Stufenanstieg. Enough waiting, I crave blood. 44 Klassenmerkmale. Was kriegst du? Extra Angriff. Nice. Auch ein extra Angriff. Voll kann ich logischerweise nicht ändern. Ja. Der Übungsbonus könnte sich noch erhöht haben, oder? Bei allen. Auf Stufe 5? Oder ist es auf Stufe 6, wo sich der Übungsbonus erhöht? So. Weiß nicht genau, warum ich mit dem reden dürfte. Aber whatever. Skelett. Nee. Skelett. Esel. Noch ein Skelettchen. Knochen. Knochen brauchen wir nicht mitnehmen. Let's move. Da wird gespeichert. Oh. Autospeichern ist immer ein schlechtes Zeichen. Okay. Noch ein Skelettchen. Mit einer Kerze. Sieht aus wie ein Material. Oh, hier an der Wand ist die ganze Zeit dieses Ledermaterial. Ich muss sogar das klettern. Ich musste diese Stufe hier klettern. Oh Mann.
Das ist ja eine Katastrophe. Weihrauchschale. Weihrauch ist aber was wert. Die Weihrauchbündel. Stäbchen nur nicht. Noch ein Skelettchen. Hallo. Bin ein bisschen paranoid jetzt. Hier wurde vorher automatisch gespeichert. Was geht denn hier ab? This will be fun. Hey, das ist eine Falle. Ich gehe wieder. Warte mal, ich kann die aber entschärfen, ne? Entschärfen. Bonus, das. Wir haben also 4 bis 7 Bonus, brauchen 10. Das schaffen wir doch wohl. Wir haben 7 Stück davon. Jawohl, ganz entspannt. Flom, schöne 20. So, dann ist die Falle entschärft. Könnte man theoretisch hier rüberlaufen. Glaube ich. Ich frage, ob man das will. Was ist denn hier sonst noch so? Ich würde mal kurz die Party disbanden wollen. Okay, du hast es nicht geschafft. Du auch nicht. Du auch nicht. Okay, wir haben uns alle verschissen. Gut. Da habe ich jetzt Angst. Wobei wir es theoretisch noch gar nicht, also rollspielisch hätten wir es gar nicht mitgekriegt, dass da was ist, ne? Mir fällt gerade so ein. Ich habe Kratze gar nicht dabei. Die ganze Zeit. Wahrnehmung, Doppelwahrnehmung fehlgeschlagen. Aua. Okay. Something's off. Pure shadow. Around me. Inside me. Es dunkelt sich einfach so. Dadurch, okay. Das ist ja spannend. Ja, will ich es trotzdem versuchen? Watch how you go. It's a trap. This place is hungry for blood. Runde den Modus aktiviert. Du kannst die präzise Kontrolle übernehmen. Okay. Entschärfen. Mit Bonus. Versuchen jetzt alles zu entschärfen, was geht. Ganz gespannt. Wir uns hier langsam durch hier rum. Ich würde, glaube ich, gerne wieder zur Echtzeit zurückgehen. Entschärfen. Damit ich hier nicht die ganze Zeit rumklicken muss. Neues. Auch geklappt. Ja, danke. Geld. Jede Menge Weihrauch. Hm? Ist das nicht entschärft, die Falle? Ach du Scheiße. Das ist ja dumm. Okay, jetzt weiß ich, warum es die Dingens-Variante gemacht hat. Ich habe jetzt Damage gekriegt. Ach, Scheiße. Kratzer? What are you doing? Ja, okay. Ach, der zeigt doch Fallen an. Okay, der zeigt nämlich gerade da die Falle. Okay. Aha, danke. Entschärfen. Mit göttlicher Führung. Let's go. Also, jetzt rollen wir ganz okay. Insgesamt. Hier so rollen wir ganz okay. So. Entschärfen. Weil es geht jetzt nicht an im rundenbasierten Modus, während hier die Animation läuft.
Los geht's. Scheiße. Das ist unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Nope. Da hätten wir hier eine plus 2 rollen müssen. Frage ist, lösen wir die Falle aus? Yes. Natürlich lösen wir die Falle aus, wenn wir die versuchen zu entschärfen. Kannst du bitte nicht da reinlaufen? Oh. Das ist an jetzt. Let's try it again. 6 haben wir noch. Ach du Scheiße. Mein Glück ist weg. Mein Glück ist weg. Aua, ich krieg ins Gesicht. Ich habe hier sonst niemanden, der gut fingerfertig ist, ne? Okay. Tschüss. What's the story? So. Can't give up now. Eigentlich durch nur das Ding. Ich kann es einfach time hier durchlaufen, ne? Nein, das wollte ich nicht. Ich will zur Echtzeit zurück. Ah, das dauert eine Weile, bis man sie aktivieren kann. Oh. Okay. Ich wollte es eigentlich mal aktivieren, wenn das hier gerade weg ist. Damit ich hier entspannt die Animation des Würfelns abwarten kann. Come on. Nice. Da haben wir die Mitte deaktiviert. Da müssen wir eigentlich nur noch Zeit passend durchlaufen. So wie jetzt. Wieso geht Spurten denn nicht? Wieso hast du Matt? Achso. Objective noted. What a charmer. Spurten einfach mit dir, würde ich sagen. Oh yeah. Und du rennst auch rüber. All's well that ends. Echtzeit. Oh shit. Warum? Kratzer, was soll das? Ach come on. Selbstmörderischer Hund, ey. Oh Mann, ein selbstmörderischer Hund. Mit dem auch gefunden. Das Problem ist das hier hinten. Und die dahinter befindliche Falle. Ich glaube nicht, dass wir hier sinnvoll rankommen, bin ich ehrlich. So. I'm ready. Whatever it takes. Du bist die sprinten muss. One true way. Dann Kalach. Ja, wir müssen mal eine Pause machen, ich habe schon verstanden. Wobei viele von den Zauberplätzen zumindest nicht mal nicht aufgebraucht sind. Onward. Ever onward. No one back home will ever believe this. So. Warum bist du noch markiert? Ich habe schon deaktiviert. Schräg. Ja. Ich würde sagen, wir müssen da irgendwie anders hinkommen. Kommt man da anders hin? Wahrscheinlich darüber irgendwie gespringe? Ja, es wird schon gehen. Also es wirkt eher wie ein Kopf durch die Wand-Ding. Aber das ist doch der einzige Weg, den wir hatten, oder? Seitdem hier unten, seit dem Loch. Ha! Das ist natürlich, das spricht dann wieder eine andere Sprache. Wo
muss ich mal so sagen. Achso, wow, da ist eine... Lol, ich bin so blind. Ich bin so fucking blind. Ich habe die Leiter einfach nicht gesehen. Hä? Die sagt doch sogar nicht... Sagt doch sogar die Leiter. Da doch die Leiter runter. Die ist erreichbar. Nice. Okay, hier ist ein Hebel. Will ich diese drücken? Ist so die Frage. Okay, das fährt hoch. Nutzt mir wenig. Und das? Fährt auf die andere Seite. Dann müssen wir jemanden hier abstellen, der das bewegt, und die anderen müssen darüber. Okay. Das ist natürlich schade, sonst komme ich nämlich nicht weiter. Das heißt, ich heal euch am besten nicht, oder? Dann nehmen wir jetzt Kalach. Wir hüpfen da drauf. Wir hüpfen noch mal ein Stück weiter. Langschwert Gussform. Ah ja. Hey. Laser-Traktuma, du bist stärker. Da ist noch. Achso, das ist das Ruderboot. Ah, wir sind einfach über unserem. Da sind wir. Hey, geht denn das hier hin? Die Brücke. Scheint Spinnen zu geben. Skelett. Federfall. Ja, das Laser ist wieder was für dich zum Tragen. Das ist wieder was zum Hauen. Oh, hier gibt es auch noch einen. Den kann ich wahrscheinlich hochbringen. Spähauge. Shit. Look up there, would you? If that shithead falls, I ain't cleaning the splatter. The slowest of you lot is getting tossed to a rothe in heat. Müssen wir zu dir zurück. Ich glaube, das ging ich auch nach oben, ne? Ich glaube, die bewegen sich parallel, oder? Ne, machen sie es nicht. Da sind auch nochmal Hebel. ich kann darüber Nebel schritten tatsächlich. Another scrying eye, same as the goblins had. Someone's watching. Be wary. And do not draw attention. Okay, wir versuchen erstmal normal durchzulaufen, ohne Zauber zu benutzen. Wir lassen erstmal Kalach. Huch. Du kannst wieder runterlassen, bitte. Und einmal rüber. Never a dull moment. Hup. Mal sehen, was hier drüben ist. Jede Menge Fackeln. Und Feuerschein. Und eine Leiter. Und ein Skelett. Gucken wir mal, gehen wir mal die Leiter hoch. Ganz halt blutleer bin ich, ne? Da bin ich nicht ganz vergessen. Ich habe immer Nachteile. Also, ich habe nicht wirklich Nachteile, aber ich bin immer nicht ganz auf dem Top of my Game. Immer minus 1. Da wird das. Ja. Ganz schön häufig, dass heute minus 1 wirklich einen Ausschlag gemacht hat. Wir sind gegenüber von dem. Ja, genau. Da brauchen wir aber nicht versuchen zu detrappen oder zu enttrappen oder sowas. Okay. Wo sind wir hier? What to do? Kaputte Fesseln. Blutiger Fußabdruck. What happened here? It's hard to make any sense of this mess. Hast du ein bisschen mehr Survival? Such a mess.
I see what happened there. Here, I can't fathom. That's worth a look. Fußspuren, blutige Fußspuren, die einen Look wert sind. Wo gehen die hin? Hier runter? Sehe ich das gerade richtig, dass die von hier, hier runter gehen? The fuck? Oder bin ich blind? Kaputte Fesseln, blutiger Fußabdruck. What happened here? It's hard to make any sense of this mess. Du bist wahrscheinlich auch nicht besser, ne, in dem... Something happened here. But what? Blutige Fußabdrücke, die auf einem Nichts enden. Okay. Best be on my way. Okay. Ich bin ein bisschen confused. Okay, bin jetzt hier nicht so viel weitergekommen. Sind wir ehrlich? So richtig viel erreicht haben wir jetzt hier an der Stelle noch nicht. Is that blood? No, never mind. Hier habe ich auch Blut gefunden, oder was? Halt! Skelett kann ich looten. Oh. Holzkiste. Ein Großschwert. Ja, das ist für dich, Lizelle. So, wir speichern mal wieder, ne? Save often, save early. Basil. Trag die Sachen. Ich bin so paranoid, ich würde am liebsten nach jedem Looten speichern. Okay. Hier sind wir jetzt hier. Hüpf. Okay, das ist einfach. Da ist eine Brücke. Wo sind wir hier? Blaue Kappe! Hier was einsammeln. Yay! Und Basen. Wo nichts drin ist. Verdammt! Und ein Skelett. Eine Kerze und Sachen für Lizelles Inventar. Okay. Ein Spiegel, eine Karte von Mondhafen. What? Diese Kriegskarte beschreibt einen detaillierten Angriffsplan auf das Dorf Mondhafen. Soldaten sollten in gnadenloser Stille morden. Spiegel. Hier kann ich nichts machen. Na gut. Da ist noch eine Vase. Da ist aber nichts drin. Jetzt sind wir hier. Oh, hallo. Dunkler Justiziarhelm. Von Schatten umgeben. Plus 1 auf alle Rettungswürfe, wenn der Träger angegriffen wird, während er von Schatten verschleiert ist. Tendenziell ein Schattenherzding, ne? Ein Krummsäbelding. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Wahrscheinlich das da steuern, ne? Okay, das geht hoch. Dahin. Wenn jemand draufsteht, kann ich den da drüber bringen. Okay. Muss er wieder jemanden abstellen dafür. Das geht sau weit runter. Das ist ein bisschen die Frage. Ich würde, glaube ich, eigentlich nicht Lizelle abstellen wollen. Sondern wenn dann Schattenherz. Die muss ich alle wieder einsammeln später, ne? Vergoldete Truhe? Oh, Moment mal. Hab ich die nicht gesehen? Oh, hallo. Nö, die hab ich nicht gesehen. Silberbarren. Elixier des Hügelriesenstärke. Oh, erhöht deine Stärke auf 21. Yo, what? Öl des Brandstifters. Elixier der Giftresistenz. Alles nehmen. Und eine Tafel nochmal hier. In the beginning came morning, then night. Two sisters clashed, one dark and one light. Okay, das ist auch ein
Schar-Tempel-Teil demnach. Granitbank, Silberbarren, Granitbank. Ha. Hüpf. Okay, wir müssen jetzt zurück. Frage ist, können wir mit der Mage-Hand? Doch, mit der Mage-Hand können wir auch die Dinger bewegen, oder? Dann können wir doch Karlach wieder einsammeln, oder nicht? Ah, da kommen wir auch nicht raus, wieder aus dem ganzen Scheiß. Ach, dammit. Aber Karlach kann jetzt auf jeden Fall wieder mitkommen, aktuell. Würde ich sagen. Still breathing, despite everything. One day I'll catch a break. Ja, genau, du kannst nicht hinterher springen. Wir hüpfen darüber. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht bei meinem Entscheidung, wen ich abstelle. Erneut wirken. Auf eine weitere Leiche. Achso, auf eine weitere Leiche, ohne einen weiteren Zauberplatz zu nutzen. Achso, ich muss das darüber machen, mit Toten sprechen. Okay, shit. Kann ich das bei dir machen? Nee. Ziel darf kein Untoter sein, okay. Moment, warum ist das Skelett ein Untoter? War das hochfahren? Nee, das war's falsch. No! Komm zurück! Die Hebel bewegen sich lustigerweise nicht. Warum auch immer. Die machen zwar was, aber die bewegen sich nicht. Also die schalten sich nicht um. So, wir hüpfen darüber. Gerade so. Snop. Plattform covered in rust. Must be older than bone dust. So, wir bewegen euch rüber. Wir müssen euch runter bewegen noch. Sonst fallt ihr sehr tief. Ich will da hochspringen. Please. Please let me. Weg ist unterbrochen. Ja, deswegen war ich auch hier, aber ich kann nicht an den Rand treten. Moment. Hä, das geht wieder und jetzt kann der Typ wieder hinterher springen, oder? Nee, kann er nicht. Kann er actually nicht? Okay. Wir hatten doch des glorreichen Sprungs hier, genau. So. Jetzt gerne. Wo sind wir hier? Okay, jetzt kann ich hier natürlich runterspringen. Oh, da ist ein Siegel. Hier ist niemand, ne? Ich kann jetzt darüber hüpfen jetzt. Hüpfen wir mal hier runter. Wegpunkt erreicht. Wir machen das einfach über die Wegpunkte, damit wir das nicht immer wieder hin und her machen müssen, würde ich sagen. So, Gussform. Die Streitkolben-Stussform ist auch gut. Wo ist sie denn jetzt? Ach, neues, da bitte sortieren. Das ist auch wieder was für Lesel zum Tragen. Klang des glorreichen Sprungs habe ich jetzt. Ja, okay. So, wir sind irgendwie in der Schmiede angekommen. Habe ich so das Gefühl. Trank der Geschwindigkeit. Lesen. Staubiges Buch. Gelobt sei die Herrin des Verlusts. Sie hat Bruder Siluf durch Schwester Ansa die wahre Natur des Lebens gelehrt. Verlust und nichts als Verlust. Durch diese Schmerzlektion hat er sich von seinem Ruhm und seinem Jünger. Und seinen Jüngern abgewendet und ist zu uns gekommen, in die liebende Umarmung der Herren. Doch nicht alles hat er zurückgelassen. Der Mann, der einst als Siluf Yali bekannt war, bringt die Wunder der Metallurgie mit sich. Die dunkle Legierung Adamant wird uns den Willen der dunklen Herren umso leidenschaftlicher wirken lassen. Okay. Das ist ja ein spannender Haufen hier.
Da ist noch eine Tafel. Schmiedeaussichtspunkt. Forge your blade in the fires and raise it in the mistress's name. Ich meine, wir haben eine Schar Jüngeren dabei. Was wäre dunkler Justiziar, Maske einschüchtern plus eins. Schattenherz? Dein Ding. Falls du doch mal irgendwie dazu kommst, einzuschüchtern. Schienenpanzerguss. Also hier gibt es jede Menge Gussformen. Schlesels über... Ja, ich nicht. Gekritzelte Notiz. Weiter Mineralressourcen erforderlich. Adern in der Nähe erschöpft. Bruder Silufs Projekt verbraucht beträchtliche Mengen. Einige Kollegen nennen es Grimm nach dem Ort seiner Erstehung. Aber nie in Bruder Silufs Hörweite. Okay. Das ist wohl das Viech, was da die ganze Festung kaputt gemacht hat, würde ich mal vermuten. Wäre so meine Zusammensetzung von dem Ganzen. Aha. Was hier mehr oder weniger alles kaputt gemacht hat. Schwere Truhe. Und Büchereien. Schade, keine Bücher. Hier gibt es noch Büchereien. Oh, ich hätte gehofft, vielleicht findet man ein paar Zauberscrolls. Weihrauch jede Menge. Ein Glaskirch ist nichts wert, aber die Silbersachen sind was wert. Ein bisschen gesauft. Schriftrolle Fluchbrechen. Pfeil der Linderung. Befreie dein Ziel von Zustand. Oh, nice hier. Lisel, du bist doch unser Pfeil. Schießer jetzt. Goldbarren, Silberbarren. Das ist was für Kalach, die schweren Sachen einfach zu tragen. Gold nehme ich. Und das nehme ich auch. So. Konstruktionsprotokoll der Schmiede. Diesen brüchigen Folianten werden die wissenschaftlichen und arkanen Prinzipien des Baus der großen Schmiede aufgeführt. Die Ergebnisse zahlreicher Experimente werden in erschöpfender Detailfreude erläutert. Hammertest 25668. Die Schmiede ist funktionsfähig, doch wir betreiben sie nur bei einem Viertel ihres Potenzials. Bei den aktuellen Fraktalisierungswerten kann der Hammer diverse Legierungen in die Gussform schlagen. Doch Adamant bleibt unverformt und makellos. Hypotorsion auf 694 erhöhen. Magmatemperatur verdoppelt. Test nicht erfolgt. Das Magma war so heiß, dass das Adamant unter dem Hammer vollständig zersplittert ist. Die Eigenschaften von Ultraerhitzen Adamant sind faszinierend, doch ich will Adamant schmelzen, nicht zerschlagen. Behalte Hypotorsion bei verringerten Temperaturen ein Fünftel. Okay. Spannend. Hier, die Feuerstelle kann ich abmachen. Die Kerzen, die Kerzen und die Kerzen, damit ein bisschen Licht ist. Und ein bisschen Bücherstapel durchwühlen, falls da was zu finden ist. Da ist noch ein Bücherstapel. Nope, auch nichts. Hier geht es jetzt nirgendwo mehr hin. Das ist, glaube ich, der Hammer. Diese Schmiede. Okay. Hab ein bisschen Angst, dass es irgendwo dann komplett ins Gesicht geht. Skelette. Fackel. Haufen Rüstung. Oh! Wieso sehe ich den? Belebte Rüstung. Wieso sehe ich den? What's in here? Knochen. Tafelschmiede. Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Okay. Dann gehen wir vielleicht mal lieber mit dir vor. So. Warum natürlich? Oh, das sind ein paar. Scheiße. Ich hab die da oben nicht gesehen. Das ist ja mies. Nebelschritt und eine Bonusaktion, ne? Belebte Rüstung. Die kann sich hierhin porten. Und wegschubsen ist nicht mehr.
Wappenfernkampf. Verbrauche 16 Bewegungspunkte, verbleibende Züge, wirfst du zweimal Fernkampfschaden und verwendest das höhere Ergebnis. Nee. Stoßangriff, Nahkampf. That's not what I want. Sind wir mal ehrlich. Ich hätte schon, da hätte ich mich anders positionieren müssen. Ich kann ihn nicht runterschlagen, den hätte ich runterschlagen können vielleicht. Bis zur langen Rast, auf den Angriffswurf. Wir hauen einfach mal zu. Und dann hauen wir nochmal zu. Wieso habe ich denn keine Aktion mehr? The fuck? Hä? Wieso habe ich denn keine Aktion? Wieso gehe ich in den Kampf ohne Aktion? Das ist irgendwie nicht, was ich sehen wollte. Hier. Moment. Keine physischen Resistenzen, dann ist es relativ wurscht. So, und dann spurtest du. Geht hier hoch. Und Karl Lach übernimmt den Jungen, der hier um die Ecke steht. Würde ich sagen. Karlach, du kommst nur nicht an den Rand, ne? Doch, kommst du. Let's go. Kritischer Treffer. Darf direkt nochmal. Erbe von Avernus Brandmarken des Niederstrecken. Okay, die hat ein paar Sachen inzwischen gekriegt. Holy shit. Dein Ziel möglicherweise mit Licht, sodass es nicht unsichtbar werden kann. Ist, glaube ich, nicht so relevant. Hat eh nicht getroffen, von daher. Ja, du hast jetzt das Problem, du hast ein bisschen wenig HP, Ben. Bin ich ehrlich. Und kannst halt echt nicht weit laufen, weil du ohne Dingens angefangen hast. Ich habe halt die beiden Fernkämpfer jetzt schon mal bedroht, das ist, glaube ich, ganz gut. Du könntest ein Problem sein. Kritischer Fehlschlag, sehr schön. Er darf aber auch zweimal. Er darf auch zweimal. Ja, aua. Inzwischen sind wir nämlich bei Gegnern, die auf einem ähnlichen Niveau sind wie wir. Das ist bei Stufe 4 zweimal könnte, das ist eine absolute Frechheit. Hab ich das schon erwähnt. Fesselnder Schlag. Ist nicht so gut. Dann lieber Finte. Nice. Und direkt noch einen hinterher. Düdüm. So, jetzt könnte ich sowas hier casten. Alter, what? Was ist denn das für eine AOE? Okay. 1, 2. Ich glaube, ich muss ein Stück weiter ran. Ich würde gerne hier hoch, damit ich alles sehen kann. So, und jetzt Verlangsamung. 1, 2, 3. Sehe ich dich noch da drüben? 4. Yes. Aktivieren. Hier. Auswahl abschließen. Verlangsamt. Sehr schön. Hätte ich vielleicht machen sollen, bevor der sie angegriffen hat. Weil der darf sich jetzt, glaube ich, kaum bewegen. Batz! Dann kann ich noch ein schönes Glaubens auf sie machen, damit sie schlechter getroffen wird. So, jetzt müssten wir doch eigentlich im Vorteil sein bei dem ganzen Kram. Jetzt sind wir erst da im Vorteil. Feuer würde ich ja sagen, bringt mir nicht so viel. Gleisen bringt mir, glaube ich, mehr. Aber ich glaube, ich kann einfach normal angreifen. Ja, das hat völlig gereicht. Ich blockiere jetzt hier. Nee, du kommst hier durch. Sehr schön. Karl Lach hat die da unten übernommen.
Ich habe immer noch keinen Bärenrage. Achso, ich habe keine Kampfrauschladen mehr, deswegen habe ich keinen Bärenrage gemacht. Natürlich wusste ich das. Die dürfen sich auch noch nur eine Attack jeweils machen, oder? Ja. Und sie treffen schlechter. Gut, du bist halt nur Ablenkung, ne? Sind wir ehrlich. So, dann haben wir hier noch eine Finde. Moment, aber dich bei dir. Ich will ja nicht looten, ne? Wenn ich dich so runterkicke, kann ich halt nicht looten. Ja, komm, das schaffen wir schon alles. Wir wollen dann eh eine Rast machen. Nice one. Boah, einfach nochmal normal zu. Schade. Never a dull moment. Never a dull moment. So, wenn ich jetzt aber das auf dich mache, schiebe ich dich auch weg, oder? Ich hab zwei. Oh, ich hab zwei Projektile inzwischen. Kann ich beide auf ihn schießen? Sehr geil. Ich schiebe ihn weg und es sagt es mir leider nicht, dass ich ihn wegschiebe. Hm, ich wollte ihn eigentlich looten. Schade. Ist jetzt wohl so. Old Faithful. Ja, wir müssen mal hier rüber hüpfen. Hüpf. Und hau ihn. Beharrlichkeit. Darfst du nochmal, oder was? Moment, was ist Beharrlichkeit? Das habe ich jetzt aktiviert, aber... Batz. Rücksichtsloser Angriff. Oh. Dass man sich auch hinterher noch entscheiden kann, einen rücksichtslosen Angriff zu machen, finde ich eigentlich ganz geil. Also in dem Moment, wo man es schon zugeschlagen hat und verkackt hat eigentlich. Du darfst gerne angreifen. Ey, und sogar mal gehittet. Alter, kannst du weit springen. Holy shit. Ziel ist nicht erreichbar. Ja, dann... Fernkampf wird es. Ist zwar im Nachteil, aber... Wer weiß. Weiß nicht genau, warum du im Nachteil bist. Aber... Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann ich jetzt noch mehr schauriger Strahl machen. Alter, what? Hm, okay. Das ist nur die Frage, ob ich noch irgendeinen Hinweis gekriegt, wenn ich das anders gelöst hätte. Wenn ich den Dude, den ich irgendwo sonst wohin gekickt habe, hätte looten können. Schuppenpanzerungsform. Yeah. Du nimmst das mal mit. Still alive. So that's progress. Light on my feet. Das Skelett habe ich nicht gelootet. Ich habe das Skelett nicht gelootet. Nein. Ich muss doch die Skelette looten. Jaha, dunkle Sozianrüstung. Wenn sie mich angreifen. Hier, das ist wieder das für dich, Schattenherz. So, hallo. Komm, wir schänden sein Lager. Also wir müssen es ja wirklich nicht die ganze Zeit rumschleppen. Ich kann wieder meine... Oh, hier geht's sogar runter. Das ist ja spannend. Hier komme ich ja doch irgendwie unten lang. Kurz vorm Platzen, was? Lava, hier unten steht aber irgendein Viech. Ach du Scheiße. Belebte Rüstung, die liegt sogar hier unten. Wir können ja looten. Hüpf. Wo läufst du? What? Warum? Bitte kommt da raus. Bitte kommt da raus. Bitte kommt da raus. Alter Falter. Okay, der hat nicht viel dabei. Oh Mann, die Wegfindung, ey, ne? Rennt einfach in die Lava rein. Wir müssen mal, glaube ich, hier wechseln und einfach darüber hüpfen. Damit die Leute halbwegs safe laufen.
Ist das dein Scheiß Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Heieiei. Mithril, oder? Holy shit. Jetzt würde ich vielleicht doch mal gerne ein. So viel HP kann ich doch nicht regenerieren. Ich glaube, ich mache einfach eine vollständige Rast. Komm schon. Rare Rusten. Wir rusten da, wo es richtig schön warm ist, damit es auf jeden Fall nicht kalt wird. A faint voice echoes in your mind. What? I sense you, true soul. Come to me. Come to me. The poison spread. News as good as dead without us. Let's just hope his whispers don't reach any true souls. Nir's voice fades, but your head still tingles with his anger and fear. Der ist ja ein bisschen eklig. Der wurde irgendwie vergiftet. Hallo. Good morning. How do you feel? Mein Hals tut mir weh. Mein Hals tut mir weh. Wie soll ich nach eurem Mann? Be grateful I'm not a true vampire then. Wieso? A bite from them and you might wake up as a vampire spawn. Wow, er ist nur Vampirbrut. Like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Okay. Könnt ihr deswegen in der Sonne stehen, weil kein echter, das hat er doch schon gesagt, dass er beschützt wird. Noch andere Nachteile, die ich wissen sollte. No idea. For 200 years, the sun would have turned me to cinders. Until the crash, when I woke up bathed in its light. Das ist natürlich blöd. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities. Die vierte Wand gebrochen. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Okay. Er hat auch eine Narbe, fällt mir gerade auf hier am Hals. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt zu mir. Wir sitzen in einem Boot. Finden Sie schnell raus. Ich will keine weitere Überraschung. Ja, ich will eigentlich. Ja, kommt zu mir. Wir sind nett. Such a sweetheart. I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Nee, wir haben dich ja schon verteidigt. Although there's still time. Warum kommen jetzt alle anderen? Scare me. As long as they keep their teeth to themselves. Bist ein fucking Teufel, ey. Someone for who they are. Except devils, obviously. Wie blutgebadet sie ist. He best not develop an appetite for Githyanki. Wir brauchen ihn, ob es euch passt oder nicht. Wir brauchen ihn jetzt nicht unbedingt. Ich würde ihn gerne dabei behalten, so wegen der Quest und so. Aber ich glaube schon, dass er uns nichts tun wird. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. Sonst hättest du uns nämlich nicht anvertraut. We'll have our shit to bear. As long as you remember your manners, Astarion, you're welcome at my fire. There now. We're all friends again. Shall we go? Wir haben schon eine lustige Truppe zusammen. Wir haben schon eine lustige Truppe zusammen. Es geht bei dir ab so. We need to get that near guy unstuck. Or those gnomes are done for. Come on. Focus. Was, die Gnomes? Was? Okay. Gut. Können wir mit jemand anderen hier unten reden? Ne, ihr habt jetzt zumindest keine wichtigen Quests mehr gerade. Dann würde ich mal sagen, wir pennen. Und das Auto auswählen. Ist so ziemlich das Schlimmste, was er sich hätte überlegt. Warum macht er denn so viel immer? So viel drüber vor allen Dingen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und noch ein Wein dazu. So, lange Rast. Gibt es wieder einen Traum oder dürfen wir diesmal in Ruhe pennen? Okay, wir durften in Ruhe pennen. Dann. Lager verlassen. Speichern, bevor irgendwas schief geht. Überleben fehlgeschlagen.
Wir hatten doch eine Spitzhacke dabei. Wer hatte denn... Moment. So, ich habe immer noch die Liebe, aber ich bin jetzt nicht mehr auf alles auf minus 1. Irgendjemand hat doch eine Spitzhacke dabei. Ich habe die vorhin eingepackt. Wer war das? Habe ich die nicht eingepackt? Ich dachte, ich hätte sie eingepackt, für den Fall, dass man sie mal braucht. War ich wahrscheinlich selber, oder? Nee. Das ist eigentlich eine Waffe, ja. Typ. Ich sehe sie nicht, von daher gehe ich davon aus, ich habe sie nicht sinnvoll eingepackt. Achso, Moment. Doch. Uff. Nee, danke. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Fuck. Habe ich die ans Lager geschickt? Ich bin mir so sicher, ich hatte vorhin eine mitgenommen. Aber ohne Spitzhacke wäre das dumm, jetzt hier das abzubauen, oder? Wo kriegt man eine Spitzhacke her, wenn man eine braucht? Sortieren nach Typ. Müssen die Waffen ja irgendwie zusammensortiert werden, oder? Hier haben wir nämlich noch Waffen. Mumenstecken. Die Halskette. Ha. Ich glaube nicht, dass ich die wirklich dabei habe. Hallo, ich will auf dich wechseln. Du geht Linksklick nicht. Jetzt geht Linksklick. Wir sortieren mal nach Typ. Da ist die Schaufel. Jede Menge. Da ist die Spitzhacke. Ich glaube, unsere. Weil du hast auch 18 Stärke. Rüst mal das kurz aus. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Hast du irgendwas Sinnvolleres? Ne, du hast einfach nur ein Langschwert dabei, ne? Glaube ich. Da haben wir es gefunden. So, Mithrilerz. Mithrilerz. Das ist auch der Hauptpunkt, den man hier unten finden kann, ne? Und hier halt den... Der Ausblick auf andere Sachen. Hopp. Another step forward. Kurz vorm Platzen. Was? Bist du kurz vorm Platzen? Achso, die Dinger da. Boom. Okay, hier bilden sich Lava-Sachen. Die dann platzen. Und da ist so ein Riesenviech. Was ich zwar sehe, aber das scheint komplette Feuerdamage-Immunität zu haben, by the way. Okay, man kann hier unten runterlaufen und dann versuchen, da hinzukommen. Also von dem hier, glaube ich. Oder? Nee. Doch hier rüber hüpfen und dann kommst du hier rum. Ha. Könnte aber gefährlich werden, sind wir ehrlich. Hier war sonst nichts, ne? Hier ist sonst nur Lava. Hier drüben waren wir. Gut. Hilft dem verfluchten Mönch, findet den das verlorene Amulett. Was? Reicht die Alemannschmiede, tötet Nere, beseitigt die Reste des Einsturzes, befreit die Tiefengnome. Anscheinend müssen wir Nere helfen. Ich mache halt nur die ganze Zeit anderen Bullshit. Okay. Sie haben uns ziemlich deutlich gerade gesagt, hey, wir sollten das jetzt hier gerade nicht tun. Das ist die falsche. Deswegen gehen wir in die Krimpschmiede, I guess.
von der Grimmschmiede aus. So, wir können noch mit dir reden und uns die Sachen verkaufen. Also dir die Sachen verkaufen, die wir gerade alle gefunden haben und gelootet haben. Würde ich sagen. Let's go. The past is nearer than we think. We simply must dig. Dann dig mal. Ich möchte handeln. Gib mir mal her. So, hier, den Weihrauch hast du mir alles abgekauft. Noch mehr Weihrauch. Den ganzen Silbershit. Die leeren Knolle werde ich, glaube ich, nie wieder benutzen. Also hier, viel Spaß damit. Da haben wir noch Bücher, jede Menge. Staubiges Buch, Tagebuch der Priesterin. Weggeworfenes Tagebuch. Jede Menge Tagebücher. Und ein Rohrstock. Silberring, krummer Zauberstab des Feuerballs. Relativ unspannend alles. Du hast auf jeden Fall jede Menge Kohle noch. Das hilft uns, glaube ich, ganz gut. So, du hast auch genau hier jede Menge Kram, den wir tendenziell nicht mehr brauchen. Shady Dunkeljustiziarrüstung. Let's go. Tausch mal. Du hast hier sogar zwei von der dunklen Justiziarpanzer, aber den brauchen wir, glaube ich, nicht zwei von. Wir haben jede Menge von diesen Gussformen gefunden. Ringe. Den Holzschild, den Schuppenpanzer, sind wir, glaube ich, besser mit mittlerer Rüstung bei allen. Die Helleborn, Armbrüste, Beil, Dolch, dann die Picke behalte ich immer. Wie gesagt, das ist, glaube ich, genau der Schlüssel gewesen, wie wir das davor gekriegt haben. Ja. Achso, hier haben wir noch was. Entschuldigung, haben wir noch was vergessen. Nimm bitte. So, dann haben wir hier noch ein paar Helmchen, die plus 1 auf Konsti geben. Fellrüstung. Schilde, ja, die brauchen wir alle nicht. Das ist alles nichts wert. Ach ja, die Drow-Rüstung, die beschlagene. So, haben wir mal den Shit verkauft, den wir nicht brauchen. Mykoninenfleisch. Dieses schwammendige Stück Mykoninenfleisch riecht beißend scharf. Alter, das ist mega schwer. Viel Spaß mit dem Mykonidenfleisch. Keine Ahnung, was ich damit machen sollte. Das ist 2,5 Kilo schwer und bringt nichts an Geld. Ja, hallo Spähauge. Kann ich damit überhaupt was machen? The longer Motive you stare, the more uneasy you feel. There is a presence. You are seen. Suchen die Präsenz zu erreichen, das Auge anstupsen, lächeln und winken, das Auge angreifen. Versuchen die Präsenz zu erreichen, würde ich sagen. Your consciousness surges into the orb. First there is blackness, then a pair of unblinking red eyes. Pain grips your skull as the eyes stare into you. Then look away. The connection is broken. Okay. Spannend. So. Wo sollen wir hin? Wir sollen hier hin. Moment. Ich glaube, dann ist das aber hier hoch schon richtig. Und da hoch. Oder? Und dann hier einfach in die Mitte rein. Da ist das Grill. Mal kurz speichern. Steinwächter Kur. Was geht denn bei euch ab, Leute? Hallo? Seen her run with a barrel under her arm. Just a small one. But enough to blow the drow out. Someone should grab it. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Can't go chasing maybes. The sergeants are ticket in. Oh, would you look at that, Kerr? Someone's having a listen. Ja. Your mind is awash with ancient resentments. True soul, no less. What do you think, Kerr? Should we take Nir's debt off him? Hey, ich hab nichts damit zu tun.
Ich hasse diese wahnsinnigen Kultisten. You got that twat soul stench. If I didn't know better, I'd say a mind flayer shat a worm in your brain. Ja, das kann sein, aber das ist nicht freiwillig. Your head open and poke around in there if you lot don't pay up. Ich bin nicht mehr einmal in der Durst, nur zu, ich habe mich noch im Kopf gesehen, ich habe euch zugehört, ich will ihr befreien und ihr habt einen Anhaltspunkt. I ain't parleying with more twat souls. Just want my coin. Your blade ready, Kerr. Drop it, Brithvar. You chop this one and Nia won't pay a damn copper. Das ist richtig. Fine. Spill what you want, true soul, before I choke on your stench. Hier werde ich ebenfalls lächerlich. Ich gehe einfach. Get you gone. Wann sind die negativ? Arbeitet mal an euren Vibes, Jungs. So kriegt ihr nie Hilfe, an eure Kohle zu kommen. Gedankenmeisterin von Mara. Abizu ist absolut in Stufe 5. Wir reden mal mit der Kommando, mit Kommandanten hier. Faster! Oh. Heat up some rocks! Let's see how the little pricks do when we strap fire to their legs. Die sind einfach nur grausam. Das wird doch genau nichts. Sophisticated way of getting what you want from someone, is it? Move, Hoon! I don't have time for Drugnan outsiders. Ihr ist gerade barfuß, wie ich sehe. Ich habe die Stiefel einer entlaufenden Gnomen geklaut. Sind vielleicht eure? Ich soll mich bei euch melden. Geck ist tot. Achso. Dead. Drugnan Geck. Figured I could count on him. Lesson done well learned. Now move. So I've ist got no das. Time for the parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories. Just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It's both our heads. Not the head we'd like to see roll, unfortunately. Aber wie ich sehe, okay, hier, ich hab ein paar Schuhe dabei, hier, viel Spaß. Never thought I'd see these back. Nasty sneak gave even Gek the slip. Für Schuhe anziehen. Crafty little shits, these ones. You need a stiff cane to keep them in line. Okay, sie hat ihre Schuhe zurück. Viel Spaß. Here, then. His bounty's yours. Okay. Place is older than bone dust. Previous tenants left a trap. Dropped a shit ton of metal once we dug a ways in. Get near out and you'll have the Absolute's blessing. No doubting that. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Not a one. Unless you count tacking Aboleth fangs to my whipping cane. Ihr habt ein bisschen Sprengpulver, das könnte helfen. Was hofft ihr denn beim Graben zu finden? Entrance to an ancient temple. General's orders, Nier said. Must contain something important. Den Hammer? He got me to recruit non-believers. But not everyone's seeing the Absolute's truth. They don't get paid soon. I'll have a riot on my hands. Okay. Wenn ich bei Besser gibt's einen Aufstand, kümmere mich drum. Ich habe ein bisschen Sprengpulver. Ich kümmere mich drum. True souls don't abandon their own. Ja. Okay, wir kriegen von ihr was? Eine Kleidung, diese 10. Solange geduldige Verteidigung aktiv ist, kann der Träger seine Reaktion verwenden, um einen waffenlosen Schlag gegen einen Angreifer auszuführen, dessen Angriff scheitert. Distanz. Und wenn der Träger einen Gegner einen Stoß verpasst, erhält er bis zum nächsten +1 auf die Rüstungsklasse. Okay. Ist was für Karlach? Karlach. Würde ich sagen.
Du hast nämlich noch überhaupt keinen Ring. Hier. Und du stößt uns die Gegner immer rum. So, Moment. Du bist ja auch ein Trader. Hallo. Waiting for Thryn to blow a gasket and start kicking the rubble. Best thing I've seen in a 10-day. Either part with coin or jog on. Don't want to miss any of this. Okay, der will einfach nur handeln. Zeig mal, was du hast. Jorgols Zweihandschwert. Du bist bei Äxten, ne? 6 bis 16, 6 bis 20. Da sind wir schon drüber.